Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, als der Philosoph und Buddhismusexperte Jay Garfield und der Sinologe Brian Van Norden am 11. Mai 2016 im Philosophieblog The Stone der digitalen New York Times den kooperativen Beitrag If Philosophy Won't Diversify, Let's Call It What It Really Is publizierten, lösten sie damit eine bis heute anhaltende Kontroverse über das überkommene Selbstverständnis und die Zukunft der akademischen Philosophie an westlichen Universitäten aus. Innerhalb der ersten 12 Stunden provozierte die Streitschrift allein 797 Kommentare. Sie wurde unmittelbar ins Chinesische übersetzt, trendete auf dem Social News Aggregator Reddit und entfachte auf über 30 Webseiten rege Diskussionen, die über die disziplinären und akademischen Grenzen hinaus für Aufsehen sorgten. Garfield und Van Norden hatten in ihrem Beitrag nicht nur den immer noch weit verbreiteten und unhinterfragt vorausgesetzten Eurozentrismus im akademischen Selbstverständnis ihrer Kolleginnen und Kollegen kritisiert, sondern auch jeder philosophischen Fakultät, in der kein Denker afrikanischer, arabischer, chinesischer, indischer, japanischer oder lateinamerikanischer Provenienz auf dem Lehrplan Berücksichtigung findet, nahegelegt, ihre provinzialistisch beschränkte Philosophieauffassung offenzulegen und sich sachlich angemessen in Department of European and American Philosophy umzubenennen. Aus dieser Kontroverse ging Van Norden's Taking Back Philosophy, im Multicultural Manifesto hervor, das 2017 publiziert wurde und zu dem Jay Garfield das Vorwort verfasste. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn die, weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Sind mal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Das Zitat stammt natürlich aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther. Dieser Mann bedarf wohl keiner weiteren Vorstellung. Die von Paulus genannte Zeichenforderung der Juden sowie die Weisheitssuche der Griechen entsprach ihrer historischen Situation. Das heißt, angesichts der Vielzahl von Messias-Prätendenten mussten die Juden den wahren Wiederhersteller von Verführern des Volkes an sicheren Zeichen unterscheiden. Und angesichts der Konkurrenz von Rhetoren in der Volksversammlung mussten die Griechen eine Kunst des Argumentierens entwickeln, um weisen Rat von verderblicher Rede unterscheiden zu können. Wenn mit der Weisheit die Philosophie gemeint ist, dann spielt die Philosophie bei Paulus allerdings keine schlechthin negative Rolle im Hinblick auf die allgemeine Gotteserkenntnis, wie das Zitat hier vielleicht vermuten ließe, sodass wir es hier mit dem Gegensatz Fideismus gegen Philosophie oder Glaube gegen Vernunft zu tun hätten. Immerhin erklärte Paulus auch gegenüber den Römern, dass Gott dem menschlichen Sinn zwar unsichtbar sei, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit jedoch mit der Vernunft an seinen Werken erkannt werden könnten. Paulus setzt also nicht nur die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit einer natürlichen Gotteserkenntnis voraus, die auf einer natürlichen Offenbarung Gottes in der Schöpfung beruht. Was Paulus hier kritisiert, wenn er das Wort vom Kreuz der Weisheit der Griechen gegenüberstellt, ist nicht die Weisheit als solche oder die griechischen Philosophen, sondern nur ein ganz bestimmtes Verständnis der Weisheit bei seinen korinthischen Gegnern, den Pneumatikern. Das Wort vom Kreuz steht nur im Gegensatz zur Weisheit der Welt, die von Gott durch das Kreuz zur Torheit gemacht worden ist. Nach diesem vergleichsweise einfachen Anfang heben wir den Schwierigkeitsgrad etwas an. Ein Philosoph sein heißt, den Genius in uns vor jeder Schmach, vor jedem Schaden bewahren, die Lust und den Schmerz besiegen, nichts dem Zufall überlassen, nie zur Lüge und Verstellung greifen, fremden Tun und Lassens unbedürftig sein, alle Begegnisse und Schicksale als von daher kommend aufnehmend, von wo wir selbst ausgegangen sind, endlich den Tod mit Herzensfrieden erwarten und darin nichts anderes sehen als die Auflösung der Urstoffe, woraus jedes Wesen zusammengesetzt ist.
Das Zitat stammt aus den berühmten Selbstbetrachtungen des Marc Aurel. Marcus Aurelius war von 161 bis 180 römischer Kaiser und als Philosoph der letzte bedeutende Vertretung der jüngeren Stoa. Stoa ist zunächst die Bezeichnung für eine Säulenhalle. Zenon von Kition lehrte um 300 vor Christus in Athen in einer solchen Markt- oder Wandelhalle und nach diesem Versammlungsort ging der Name auf die von Zenon begründete Philosophenschule über. Ihre Angehörigen waren also die von der Halle. Zenon schied wahrscheinlich 262 vor Christus freiwillig aus dem Leben. Vielleicht ein gelebter Beweis für den von Marc Aurel beschriebenen Herzensfrieden, mit dem ein Stoiker den Tod entgegennehmen soll. Als Schulbezeichnung bezieht sich Stoa auf Denker aus einem halben Jahrtausend. Die neuere Forschung unterscheidet die alte Stoa, die mittlere Stoa des 2. und 1. Jahrhunderts vor Christus und die neuere oder jüngere Stoa der römischen Kaiserzeit, zu der neben Seneca und Musonius auch Marc Aurel zählt. Seine Selbstbetrachtungen sind am Ende seiner Herrschaft in Feldlagern an der Nordgrenze des Römischen Reiches entstanden. Diese Liebe zur Weisheit aber ist eine Erleuchtung des verständigen Geistes durch jede reine Weisheit und gewissermaßen ein Rückzug und ein Rückrufen des menschlichen Geistes zu sich selbst, sodass das Streben nach Weisheit als eine Freundschaft mit diesem Göttlichen, diesem reinen Geist erscheint. Das Zitat stammt aus dem Didaskalikon des Hugo von St. Victor. Hugo war ein christlicher Theologe aus dem 12. Jahrhundert. Er gilt als der geistige Gründervater der Denktradition der Viktoriner. Die Viktoriner sind eine im Jahr 1108 im Kanonikerstift Saint-Victor in Paris gegründete Gemeinschaft, deren wichtigste Vertreter Hugo, Richard und Adam von St. Victor waren. Inhaltlich stehen die Viktoriner vor allem für eine stark vom Neuplatonismus und der negativen Theologie Dionysos Pseudo-Areopagitas geprägte Theologie und Mystik. Wie aber die Theologie auf dem Licht des Glaubens gegründet ist, so gründet sich die Philosophie auf dem Licht der natürlichen Vernunft. Daher können die Aussagen der Philosophie niemals den Glaubenswahrheiten widersprechen, allenfalls hinter diesen zurückbleiben. Wenn daher etwas in den Aussagen der Philosophen als mit dem Glauben in Widerspruch gefunden wird, dann liegt dies nicht an der Philosophie, vielmehr an ihrem falschen Gebrauch aufgrund einer Schwäche der Vernunft. Das Studium der Philosophie hat seinen Sinn nicht darin zu wissen, was die Menschen gedacht haben, sondern wie es sich mit der Wahrheit der Dinge verhält. Die beiden Zitate stammen vom Dominikaner und bedeutenden Kirchenlehrer Thomas von Aquin, der in seiner Kölner Zeit aufgrund seiner Gestalt und Persönlichkeit von seinen Kommilitonen den Spitznamen Stummer Ochse bekam. Die Biografien beschreiben ihn darüber hinaus als Valde Grossus, das heißt als sehr dick. Das Werk des Thomas von Aquin ist nicht nur aufgrund einer allgemein diagnostizierten Thomas-Renaissance unter den jüngeren Theologen interessant und historisch relevant, sondern auch, weil es einen epochalen Umbruch mittelalterlichen Denkens markiert, dessen perennierende Geltung die katholische Kirche auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer wieder hervorgehoben hat. Thomas von Aquin wurde im Jahr 1256 Magister in Sacra Pagina, also Professor der Theologie in Paris. Als gut 30-Jähriger wird Thomas hier neben dem Franziskaner Bonaventura vom Papst zum Inhaber einer der beiden Lehrstühle berufen, die in Paris den neuen Orden zugeteilt wurden. Nach einer Rückkehr nach Italien wird Thomas dann 1268-69 vom Ordensgeneral wieder nach Paris geschickt, um dort in Auseinandersetzungen zu vermitteln. Es geht dabei um eine erneut aufflammende Kritik an den Bettelorden, um eine Abgrenzung von natürlichem Wissen und religiösem Glauben und vor allem um eine an Ibn Rushd, also Averroes, orientierte Rezeption des Aristoteles, die offenbar zu unrettbar wieder christlichen Ergebnissen in der Welterklärung geführt hatte, wie der Ablehnung einer Creatio ex nihilo, der Freiheit und individuellen Seele des Menschen sowie die theoretische Legitimierung einer rein philosophischen, neben einer offenbarungsreligiös-spirituellen Lebensform. So verstanden einige Dozenten um Sieger von Brabant die Philosophie nicht mehr als ein allgemeines Propädeutikum für die höheren Fakultäten der Theologie, Jura und Medizin, sondern mit Berufung auf Aristoteles als vollgültige Alternative zur Theologie.
Thomas sah die Philosophie hingegen weiterhin als Magd der Theologie, Ancilla Theologiae, und wollte die christliche Aristoteles-Rezeption retten, indem er die unchristlichen Ergebnisse dieser Kommentatoren auf verdorbene Texte und den Einfluss des Averroes zurückführte. Dies ist einer der Gründe, weshalb er die Neuübersetzung der Aristoteles-Texte aus dem Griechischen durch Wilhelm von Morbeke unterstützte, die vor den Irrtümern der Averroisten bewahren sollte. 1272 wird Thomas nach Italien zurückgerufen, um in Neapel in Verbindung mit der Universität ein Studium Generale für die Dominikaner aufzubauen und dort als Magister zu lehren. Am 6. Dezember 1273 erleidet Thomas während der Messfeier dann einen Zusammenbruch. Die Tradition spricht hingegen von einer mystischen Erfahrung, woraufhin er seinem Mitarbeiter Reginald von Piperno gesagt haben soll: Alles, was ich geschrieben habe, erscheint mir wie Stroh verglichen mit dem, was ich geschaut habe und was mir offenbart worden ist. Thomas hat von diesem Zeitpunkt an nichts mehr geschrieben, noch die Arbeit an den verschiedenen in Arbeit befindlichen Werken abgebrochen. Thomas stirbt dann auf der Reise zu einem Konzil in Lyon am 7. März 1274 in einem Zisterzienserkloster unweit von Rom im Alter von 50 Jahren. Er wurde im Jahr 1323 heilig gesprochen. Seine Handschrift war bereits zu Lebzeiten berüchtigt und galt als unlesbar. Man hat errechnet, dass Thomas im Durchschnitt gut 12 Seiten pro Tag produziert hat. Neben 12 Kommentaren zu den Schriften des Aristoteles, Kommentaren zur Bibel und Hymnen, ist er natürlich vor allem für die Summa Theologiae, auch Summa Theologica oder Summa de Theologia bekannt. Es handelt sich dabei um sein systematisches Hauptwerk, wobei der dritte und letzte Teil aufgrund seiner mystischen Erfahrung unvollendet blieb. Ich empfehle Ihnen die Lektüre des ersten Bandes der insgesamt mehr als 30 Bände umfassenden deutschen Thomas-Ausgabe der Summa Theologiae, das die philosophisch-theologische Gotteslehre enthält und wohl von jedem Theologiestudenten und jeder Theologiestudentin einmal gelesen werden sollte. Aufgrund der ausgereiften Reflexionsanstrengung und natürlichen Gotteslehre, die Thomas darin bezeugt und entfaltet, ist sein umfangreiches Werk vor allem auch für die Religionsphilosophie bis heute systematisch signifikant. Dabei besticht meines Erachtens nicht nur die Kürze und Prägnanz seiner Formulierung sowie die terminologische Schärfe seiner Schriften, sondern vor allem auch der immer noch vorbildhafte und nachahmungswürdige Aufbau seiner Werke. Die Formulierung Philosophia Ancilla Theologiae wird übrigens dem italienischen Bischof und Kirchenlehrer Petrus Damiani zugeschrieben. Daher ergeben sich drei Teile der Philosophie, von denen der eine von Gott, der zweite von der menschlichen Seele, der dritte von den Körpern oder materiellen Dingen handelt. Der Teil der Philosophie, der von Gott handelt, heißt natürliche Theologie. Der Teil der Philosophie, der von der Seele handelt, pflegt von mir Psychologie genannt zu werden. Schließlich wird der Teil der Philosophie, der von den Körpern handelt, als Physik bezeichnet. Christian Wolff war ein deutscher Universalgelehrter, Jurist und Mathematiker sowie einer der wichtigsten Philosophen der Aufklärung zwischen Leibniz und Kant. Interessant ist vor allem seine Gliederung der Metaphysik, die er in seiner Deutschen Metaphysik von 1720 entworfen hat. Wolff unterscheidet hier zwischen einer Metaphysica generalis und Metaphysica specialis. Die allgemeine Metaphysik, erste Philosophie oder Ontologie, spricht vom Seienden als einem solchen und versucht allgemeinste Prädikate zu formulieren, die von jedem Seienden als Seienden gelten. Die Ontologie spricht also vom Seienden im Ganzen und versucht den umgreifenden Zusammenhang zu beschreiben, in dem alles, was ist oder sein kann, seine Stelle findet, und sie spricht vom Sein selbst als der Bedingung, von der die Möglichkeit und Wirklichkeit alles Seienden abhängt. Darüber hinaus fragt die Ontologie, ob dieses Sein selbst ein höchstes Seiendes ist, etwa eine Substanz von eigener Art, oder ob es von allem Seienden verschieden ist, obgleich von ihm alles Seiende abhängt. Die spezielle Metaphysik, nehmen wir hier die rationale bzw. die natürliche Theologie als Beispiel, steht im Gegensatz zu Formen der Theologie, die sich auf die Grundlage von Offenbarungen, auf heilige Schriften stützen. Insofern die natürliche Theologie Gott als das Sein selbst bestimmt und die Ontologie das Sein selbst untersucht, kann das Sprechen von Gott, also die Theologie, mit dem Sprechen vom Sein, der Ontologie, für bedeutungsgleich erklärt werden.
Philosophische Theologie und Ontologie verschmelzen dann zur sogenannten Ontotheologie. Denken Sie dabei nur an Exodus 3,14, Ego sum qui sum, ich bin, der ich bin, der Sein, ne? Oder auch der Sein wird. Auch Thomas von Aquin bestimmte Gott als das Sein selbst. Deus est ipsum suum esse. Und bei Meister Eckhart lesen wir, esse est Deus, Deus est esse. Diese Unterscheidung ist sachlich natürlich wesentlich älteren Ursprungs. Wir können sie bis auf Aristoteles zurückverfolgen. Der Begriff Metaphysik bezieht sich hier auf 14 Einzelbücher von Aristoteles, wobei weder der Titel Metaphysik noch die Reihenfolge der Bücher von Aristoteles, sondern von Andronikos von Rhodos stammt, der im 1. Jahrhundert vor Christus lebte. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie der Titel zustande kam. Entweder es handelt sich dabei um eine bibliothekarische Bezeichnung der Schriften, die Ta Metata Physica, also hinter der Physik, das heißt hinter den naturwissenschaftlichen Schriften kommen, oder es handelt sich um eine sachliche Bezeichnung, die eine durch die Erkenntnisfolge vorgezeichnete Anordnung zum Ausdruck bringt. Bereits der Neuplatoniker Simplikios, der im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus lebte, wendet die editionstechnische Bezeichnung ebenfalls auf den Gegenstand der Metaphysik als jenseits der Natur liegend an. Auch Kant schrieb zu dieser Frage, Zitat, was den Namen Metaphysik anbetrifft, so ist nicht zu glauben, dass derselbe von ungefähr entstanden, weil er so genau mit der Wissenschaft selbst passt. Wie dem auch sei, wir finden hier zwei Bestimmungen der ersten Philosophie. Zum einen Metaphysik als Theologie. Das heißt, die erste Philosophie ist die Wissenschaft von der übersinnlichen, prozessfreien Seinssphäre. Ihr Objekt ist das Unveränderliche bzw. die Gottheit. Zum anderen Metaphysik als Ontologie. Das heißt, die erste Philosophie beschäftigt sich nicht mit einem besonderen Seinsgebiet, sondern ist die Wissenschaft, die, Zitat, das Seiende als Seiendes betrachtet. Zu Aristoteles später mehr. Kehren wir nochmal zu unserem Ratespiel zurück. Nun kommt es auf die Frage an, ob es wohl mehr als eine Philosophie geben könne. Verschiedene Arten zu philosophieren und zu den ersten Vernunftprinzipien zurückzugehen, um darauf mit mehr oder weniger Glück ein System zu gründen, hat es nicht allein gegeben, sondern es musste viele Versuche dieser Art, deren jeder auch um die gegenwärtige sein Verdienst hat, geben. Aber da es durch objektiv betrachtet nur eine menschliche Vernunft geben kann, so kann es auch nicht viel Philosophien geben. Das ist, es ist nur ein wahres System derselben aus Prinzipien möglich, so mannigfaltig und oft widerstreitend man auch über einen und denselben Satz philosophiert haben mag. Das Zitat stammt von Immanuel Kant, das ich auch heute noch so unterschreiben würde. Wie kontrovers es eigentlich ist, wird uns im Verlaufe des Seminars noch wiederholt beschäftigen. Ist die Behauptung einer Vernunft nicht vielleicht eine kulturimperialistische Anmaßung, die mit dem kantischen Vernunftbegriff einen einzelnen unter einer Vielzahl prinzipiell gleichmöglicher Vernunftbegriffe unrechtmäßig monopolisiert? Wird damit nicht im Denken anderer Kulturen die spezifische Erfahrungs- und Denkform des Abendlandes in Form von Kants Transzendentalphilosophie als universal verbindlich oktroyiert? Ist die Annahme einer kulturübergreifenden, geschichtsinvarianten und kontextunabhängigen Vernunft als unabdingbare Voraussetzung menschlichen Welterkennens und intra- bzw. interkulturellen Verstehens nicht eine spezifisch westliche Erfindung, die die Alterität, das heißt die Andersheit der anderen, ignoriert? Wir werden sehen. Die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein. Daran mitzuarbeiten, dass die Philosophie der Form der Wissenschaften herkomme, dem Ziele, ihren Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu können und wirkliches Wissen zu sein, ist es, was ich mir vorgesetzt. Dieses Zitat stammt von Hegel, dessen Philosophie der Weltgeschichte als Stufengang des Weltgeistes uns gleich noch beschäftigen wird, weshalb ich hier nicht näher auf ihn eingehen werde. Der Anfang der Philosophie ist nicht Gott oder das Absoluten, nicht das Absolute, nicht das Sein als Prädikat der Idee. Der Anfang der Philosophie ist das Endliche, das Bestimmte, das Wirkliche.
Das, was ist, so wie es ist, also das Wahre wahr ausgesprochen, scheint oberflächlich. Das, was ist, so wie es nicht ist, also das Wahre unwahr, verkehrt ausgesprochen, scheint tief zu sein. Wahrhaftigkeit, Einfachheit, Bestimmtheit sind die formellen Kennzeichen der reellen Philosophie. Ludwig Feuerbach ist wohl vor allem für seine epochemachende Religionskritik und seine ebenso brillante Kritik an der spekulativen Philosophie bekannt. Insbesondere sein 1841 publiziertes Werk Das Wesen des Christentums, in dem Feuerbach seine Projektionstheorie Gottes und sein Verständnis des Christentums darlegt, dürfte bekannt sein. Religion, so Feuerbach, sei, Zitat, das Verhalten des Menschen zu sich selbst oder richtiger zu seinem Wesen, aber das Verhalten zu seinem Wesen als zu einem anderen Wesen. Das heißt, nach Feuerbach ist das göttliche Wesen nichts anderes als das menschliche Wesen, aber das menschliche Wesen abgesondert von den Schranken des Individuellen, das heißt des wirklichen und leiblichen Menschen. In der Religion wird das Wesen des Menschen also als von allen Endlichkeiten und Beschränkungen dispensiert vorgestellt und vergegenständlicht, das heißt angeschaut und verehrt als ein anderes, von ihm unterschiedenes Wesen. Das ist es, was etwas verkürzt gesagt Feuerbachs Projektionsthese besagt. In noch biografisch unmittelbarem Zusammenhang mit der anthropologisch orientierten Religionskritik steht auch Feuerbachs Kritik Hegels und der spekulativen Philosophie insgesamt. Wenige Monate nach dem Erscheinen des Wesens des Christentums wandte er in den hier zitierten vorläufigen Thesen zur Reformation der Philosophie das auf die Religion angewandte Verfahren auch auf die Philosophie des Absoluten an, indem er sie anthropologisch deutete. Aufgabe der Philosophie ist es, die Herrschaft des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen, indem sie die Täuschungen aufdeckt, die durch den Sprachgebrauch über die Beziehungen der Begriffe oft fast unvermeidlich entstehen, indem sie den Gedanken von demjenigen befreit, womit ihn allein die Beschaffenheit des sprachlichen Ausdrucksmittels behaftet. Das Zitat stammt aus der Begriffsschrift von Gottlob Frege, einem berühmten deutschen Logiker, Mathematiker und Philosophen. Frege entwickelte in der Logik als erster eine formale Sprache und formale Beweise und schuf damit auch eine wesentliche Grundlage für die heutige Computertechnik und Informatik sowie für formale Methoden in der linguistischen Semantik. Wie wir gleich noch sehen werden, waren vor allem seine sprachphilosophischen Betrachtungen außerordentlich einflussreich. Unmittelbar beeinflusst hat er unter anderem Rudolf Carnap, der bei ihm studierte, Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein. Frege gilt als einer der entscheidenden Wegbereiter der analytischen Philosophie, einer der wichtigsten Strömungen der Philosophie des 20. und auch noch 21. Jahrhunderts. Wenn die Philosophie von allen unwissenschaftlichen Bestandteilen gereinigt wird, bleibt als einziger Restbestand die Wissenschaftslogik übrig. Rudolf Carnap war ein Hauptvertreter des sogenannten logischen Empirismus, dazu gleich noch mehr. In seinem zweiten Hauptwerk Logische Syntax der Sprache von 1934, aus dem das hier vorliegende Zitat stammt, plädierte Carnap dafür, Philosophie durch Wissenschaftslogik, das heißt durch die logische Analyse der Wissenschaftssprache zu ersetzen. Sie sehen schon, welches Spektrum der Philosophiebegriff umfasst. Von der Philosophie als Erleuchtung des verständigen Geistes und Freundschaft mit dem Göttlichen bei Hugo von St. Victor sind wir nun bei einem Philosophiebegriff angekommen, der Philosophie auf die logische Analyse der Wissenschaftssprache beschränken will. Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache. Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener Entdeckung erkennen. Die Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten, sie kann ihn am Ende also nur beschreiben.
Ludwig Wittgenstein ist zweifelsohne einer der bedeutendsten und vor allem einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Seine beiden Hauptwerke, die Logisch-Philosophische Abhandlung bzw. der Tractatus Logico-Philosophicus von 1921 und die erst posthum erschienenen Philosophischen Untersuchungen von 1953, wurden zu wichtigen Bezugspunkten zweier philosophischer Schulen, des logischen Positivismus und der analytischen Sprachphilosophie. Nicht zuletzt auf Anregung Gottlob Freges, den er 1911 in Jena besuchte, nahm Wittgenstein ein Studium in Cambridge am Trinity College auf, wo er sich intensiv mit den Schriften Bertrand Russells beschäftigte, insbesondere mit dem Principia Mathematica. Mit dem Tractatus Logico-Philosophicus vollzog Wittgenstein den sogenannten Linguistic Turn, also die sprachkritische Wende in der Philosophie. Das heißt, dass man philosophische Probleme nach Wittgenstein nur verstehen oder auflösen kann, wenn man begreift, durch welche Fehlanwendung von Sprache sie überhaupt erst erzeugt werden. Ziel philosophischer Analysen ist, wie es im Zitat aus den philosophischen Untersuchungen hier heißt, den Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache zu führen. Oder in den Worten des Tractatus, alle Philosophie ist Sprachkritik. Halten wir ein erstes Ergebnis fest. Ein bereits oberflächlicher Durchblick durch einschlägige Anthologien programmatischer Texte zum Philosophiebegriff zeigt nicht nur eindrucksvoll das wechselvolle Schicksal, das ein und dasselbe Wort im Verlauf seiner Begriffsgeschichte durchlaufen hat, sondern bestätigt zugleich mit das Urteil Wilhelm Deltays, dass es das innere Band, das so verschiedenartige Fassungen des Begriffs der Philosophie, so mannigfache Gestalten derselben miteinander verknüpft, das einheitliche Wesen der Philosophie nicht gibt. Es gibt Philosophien, aber keine Philosophie. Die letzten drei Philosophen, Frege, Carnap und Wittgenstein, möchte ich hiermit zum Anlass nehmen, um Ihnen kurz etwas über die historischen Wurzeln und Hauptvertreter des sogenannten logischen Empirismus zu sagen, damit wir sozusagen eine krasse Negativfolie zur Abgrenzung besitzen und uns vor diesem ruinösen Philosophieverständnis im Anschluss auf die Suche nach etwas Besserem machen können. Seine geistesgeschichtlichen Wurzeln hat der logische Empirismus unter anderem im klassischen Positivismus eines Auguste Comte oder John Stuart Mill, im Empiriokritizismus von Ernst Mach und Richard Avenarius sowie dem wissenschaftstheoretischen Konventionalismus eines Henri Poincaré und Pierre Duhem. Wichtige Impulse zur Herausbildung dieser philosophischen Richtung gingen auch von den logischen, erkenntnis- und sprachtheoretischen Arbeiten Freges, Russells und vor allem Wittgensteins aus. Die meisten zentralen Gedanken dieser Richtung wurden im sogenannten Wiener Kreis entwickelt, der in den 1920er Jahren in Wien entstand. Um Moritz Schlick bildete sich hier eine Diskussionsgruppe, der sowohl mathematisch und naturwissenschaftlich geschulte Philosophen angehörten, unter ihnen Hans Hahn, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Herbert Feigl und Kurt Gödel. Im Wiener Kreis erörterte man vor allem logische und erkenntnistheoretische Fragestellungen. Das Ende des Wiener Kreises kam durch die Ermordung Schlicks durch seinen ehemaligen Dissertanten Hans Nielböck, wohl aus persönlicher und weltanschaulicher Gegnerschaft. Zu den Hauptcharakteristika des logischen Empirismus gehört eine ausgeprägt antimetaphysische Tendenz. Das heißt, dass die Vorstellung, es gäbe über die durch Sinneserfahrung zugängliche Wirklichkeit hinaus noch eine metaempirische Wirklichkeit, die dann Gegenstand der Philosophie wäre, rigoros abgelehnt wurde. Alle metaphysischen Aussagen sind in den Augen von logischen Empiristen sinnlose Sätze, weil sie keinen Erkenntniswert in Bezug auf die Wirklichkeit besitzen. Sie werden bloß als Ausdruck des menschlichen Lebensgefühls angesehen. Das Lebensgefühl lasse sich aber weit adäquater in der Kunst artikulieren. Oder alternativ in den Worten Carnaps: Metaphysik ist Lyrik in der Verkleidung einer Theorie. Sie ist bloßer Gefühlsausdruck, gibt sich aber durch die sprachliche Einkleidung in Behauptungssätze den Anschein, als gäbe sie Erkenntnis. Eine wichtige Aufgabe der Philosophie im Verständnis logischer Empiristen ist sodann auch die Entlarvung von metaphysischen Problemen als bloße Scheinprobleme, deren Sätze zu Unrecht einen Erkenntnisanspruch erheben. Damit hängt natürlich eng die empiristische Grundausrichtung des logischen Empirismus zusammen. Es wird hier jede Erkenntnis geleugnet, die unabhängig von der Erfahrung durch reine Spekulation zustande käme. Erkenntnisse sind für logische Empiristen das Ergebnis von erfahrungsbezogenen Hypothesen,
die es immer wieder in der Erfahrung auf ihre Wahrheit und Falschheit zu prüfen gilt. Um die sinnvollen Aussagen von den sinnlosen Sätzen abzugrenzen, hat man ein Sinnkriterium, das sogenannte empiristische Sinnkriterium, aufgestellt, das in einer strikten Fassung folgendermaßen lautet: Nur jene Aussagen sollen als sinnvoll gelten, von denen wenigstens angegeben werden kann, durch welche mögliche Erfahrung sie verifiziert, das heißt bestätigt oder falsifiziert, das heißt widerlegt würden. Als typisch für diese Denkrichtung gilt auch deren scientistische Grundeinstellung, also die Orientierung am Erkenntnis- und Methodenideal der Naturwissenschaften. Sie äußert sich nicht zuletzt auch in der Ansicht, dass die Philosophie zu einer Art von Dienerin an den Wissenschaften werden müsse. Sie hat als metawissenschaftliche Disziplin die logische Struktur der wissenschaftlichen Aussagensysteme zu klären und diese von Scheinfragen zu reinigen. Von großer Bedeutung ist auch das Prinzip der Intersubjektivität der Erkenntnis. Man billigt nur solchen Aussagen einen legitimen Anspruch auf Erkenntnis zu, die im Prinzip von jedem nachprüfbar sind. Damit wird gegen elitäre oder aristokratische Erkenntnisideale Stellung bezogen, die nicht überprüfbare Erkenntnisprivilegien oder Monopole einrollen. Ein weiteres Kennzeichen ist ein nicht-kognitivistischer Standpunkt in Wertfragen. Das heißt, dass Wertentscheidungen und Wertstandpunkte letztlich nicht rationaler Natur sind. Wertungen entstammen nicht der Erkenntnissphäre, sondern der irrationalen Willens- oder Gefühlssphäre. Sie sind nicht das Resultat von Tatsachenerkenntnissen, sondern der Ausdruck von subjektiven Stimmungen und Gefühlen. Ich möchte Ihnen das Ganze an einem besonders eindrücklichen Beispiel einmal verdeutlichen. Und zwar an Carnaps 1932 entstandene Arbeit mit dem programmatischen Titel Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. Carnap hat sich hier die Aufgabe gestellt, durch logische Analyse den Erkenntnisgehalt der wissenschaftlichen Sätze und damit die Bedeutung der in den Sätzen auftretenden Wörter der Begriffe klarzustellen. Dies führe einerseits zu einem positiven Ergebnis auf dem Gebiet der empirischen Wissenschaften. Die einzelnen Begriffe der verschiedenen Wissenschaftszweige würden geklärt, ihr formal-logischer und erkenntnistheoretischer Zusammenhang werde aufgewiesen. Auf dem Gebiet der Metaphysik führe die logische Analyse hingegen zu dem negativen Ergebnis, dass die vorgeblichen Sätze dieses Gebietes gänzlich sinnlos seien. Die Sätze der Metaphysik sind in den Augen Carnaps also nicht einfach falsch, sondern weniger als das, sie sind vollkommen sinnlos, und zwar im strengsten Sinne des Wortes. Die Frage, wie groß ist das durchschnittliche Körpergewicht derjenigen Personen in Wien, deren Telefonnummer mit 3 endet, sei zwar gänzlich unfruchtbar, aber doch sinnvoll, denn nur grundsätzlich sinnvolle Sätze könne man überhaupt einteilen in fruchtbare und unfruchtbare, wahre und falsche Sätze. Im strengen Sinn sinnlos ist nach Carnap dagegen eine Wortreihe, die innerhalb einer Sprache gar keinen Satz bildet. Es handelt sich dabei nur um einen Scheinsatz. Von dieser Art sind nach Carnap nun alle Sätze der Metaphysik. Es sind Scheinsätze, die an sich vollkommen sinnlos sind. Um einen sinnvollen Satz zu bilden, darf dieser Satz nach Carnap nur nicht in syntaxwidriger Weise zusammengestellt sein und er darf keine Wörter enthalten, die keine Bedeutung haben. Verkürzt gesagt lautet die These Carnaps: Jedes Wort muss sich auf andere Wörter und schließlich auf die in den sogenannten Protokollsätzen vorkommenden Wörter zurückführen lassen. Das heißt, es muss sich im Endeffekt ein Bezug zur Erfahrung herstellen lassen, sodass sich die Bedeutung an der gegebenen Erfahrung verifizieren lässt. Durch diese Zurückführung erhält ein Wort nach Carnap überhaupt erst eine Bedeutung. Man denke sich, so Carnap, eine Person, die das Wort barbig bilde und dann behaupte, es gäbe Dinge, die barbig seien und solche, die nicht barbig seien. Um die Bedeutung dieses Wortes zu erfahren, müsse man dann fragen: Wie ist im konkreten Fall festzustellen, ob ein bestimmtes Ding barbig ist oder nicht? Zitat Carnap. Nun wollen wir zunächst einmal annehmen, der Gefragte bleibe die Antwort schuldig. Er sagt, es gäbe keine empirischen Kennzeichen für die Barbigkeit. In diesem Fall werden wir die Verwendung des Wortes nicht für zulässig halten. Wenn der das Wort verwendende trotzdem sagt, es gäbe barbige und nicht barbige Dinge, nur bleibe es für den armseligen, endlichen Verstand des Menschen ein ewiges Geheimnis, welche Dinge barbig sind und welche nicht, so werden wir dies für leeres Gerede ansehen. Vielleicht wird er uns aber versichern,
dass er mit dem Wort barbig doch etwas meine. Daraus erfahren wir jedoch nur das psychologische Faktum, dass er irgendwelche Vorstellungen und Gefühle mit dem Wort verbindet. Aber eine Bedeutung bekommt das Wort hierdurch nicht. Ist kein Kriterium für das neue Wort festgesetzt, so besagen die Sätze, in denen es vorkommt, nichts. Sie sind bloße Scheinsätze. Sie sehen schon, worauf das Ganze hinausläuft. Die zentralen Wörter der Metaphysik sind zu Carnap leere Hülsen und nicht besser als das Wort barbig. Ein Satz besagt nach Carnap nur, was an ihm verifizierbar ist, und an den Sätzen der Metaphysik ist eben gar nichts verifizierbar. Was aber bleibt denn für die Philosophie überhaupt noch übrig, wenn alle Sätze, die etwas besagen, empirischer Natur sind und zur Realwissenschaft gehören? Was bleibt, sind nicht Sätze, keine Theorie, kein System, sondern nur eine Methode, nämlich die der logischen Analyse. Die Anwendung dieser Methode dient hier zur Ausmerzung bedeutungsloser Wörter, sinnloser Scheinsätze. In ihrem positiven Gebrauch dient sie zur Klärung der sinnvollen Begriffe und Sätze, zur logischen Grundlegung der Realwissenschaft und der Mathematik. Und geben Sie sich keine Illusionen hin. Natürlich ist vor allem das Wort Gott total barbig. Carnap kommt zum Ende seines Textes dann zumindest kurz ins Grübeln. Er schreibt, sollten wirklich so viele Männer der verschiedensten Zeiten und Völker, darunter hervorragende Köpfe, so viel Mühe, ja wirkliche Inbrunst auf die Metaphysik verwendet haben, wenn diese in nichts bestände als in bloßen, sinnlos aneinandergereihten Wörtern? Ja, denn so Carnap abschließend, die Scheinsätze der Metaphysik dienen nicht zur Darstellung von Sachverhalten, sie dienen allein zum Ausdruck des Lebensgefühls und selbst dafür taugt die Metaphysik nach Carnap nicht, im Vergleich zur Kunst sei sie ein äußerst inadäquates Ausdrucksmittel. An dieser Stelle sollten wir vielleicht unsere Teilnahme an dieser Vorlesung zur Metaphysik beschämt quittieren. Denn offenbar liegen entbehrungsreiche Wochen der Lektüre sinnlosester Scheinsätze vor uns und für eine universitäre Selbsthilfegruppe, wie drücke ich inadäquat mein Lebensgefühl aus, hat sich wohl auch niemand von Ihnen ursprünglich eingeschrieben. Bei diesem krassen empiristischen Reduktionismus, der mit seinem kruden Kriterium der denkmöglichen Rückführbarkeit auf Sinneserfahrung die zentralen Fragen dieser Vorlesung zu kognitiv sinnlosen Scheinsätzen abstempelt, wollen wir wohl lieber nicht stehen bleiben. Wer damit einverstanden ist, dass sich die Aufgabe der Philosophie auf die logische Analyse der Wissenschaftssprache und die Rekonstruktion der logischen und erkenntnistheoretischen Grundlagen der Einzelwissenschaften reduziert, der möge analytische Philosophie und Wissenschaftstheorie bei den Kollegen der Philosophie studieren. 1968, als der französische Existenzialist Gabriel Marcel sein Werk Tragische Weisheit publizierte, beschrieb er darin noch seine Überraschung darüber, dass die Philosophiestudenten in Harvard von ihren Professoren davon abgebracht worden waren, überhaupt noch eine Verbindung zwischen dem beinahe exklusiven analytischen Denken und dem Leben zu suchen, den Problemen, so Marcel, Zitat, die das Leben jedem von uns stellt und die in ihren Augen nur Meinungen oder Möglichkeiten darstellten, denen jede philosophische Beziehung fehlt. Ob das heute noch jemanden überraschen würde, wage ich zu bezweifeln. Wir werden darauf noch zurückkommen, wenn wir nach den ursprünglichen Motiven fragen, die zum Philosophieren veranlassen. Der brennende Wunsch, endlich durch logische Analyse den Erkenntnisgehalt der wissenschaftlichen Sätze klarzustellen, ist es wohl nur bei den wenigsten Menschen gewesen. Wir wollen zur Klärung des Philosophiebegriffes lieber andere Wege gehen. In einer Zeit, in der der Philosophiebegriff vollkommen inflationär entwertet ist, scheint mir eine von Wolfgang Janke programmatisch auf den Titel gebrachte Wiedereinführung in die Philosophie ratsam, die sich vor allem ihres Anfangs und Ursprungs versichert. Eine besonders einflussreiche Theorie über den Anfang der Philosophie ist die Theorie der Achsenzeit von Karl Jaspers, der wir uns jetzt zuwenden wollen. Die Geschichte hat nach Jaspers vier tiefgreifende Einschnitte. Die erste Phase sei nur erschließbar. Es sei der erste große Schritt der Entstehung der Sprachen, der Erfindung von Werkzeugen sowie der Gebrauch des Feuers. Jasper spricht von der Vorgeschichte oder dem prometheischen Zeitalter. Hier wurde nach Jaspers auch die Grundkonstitution und Grundsubstanz des Menschseins erworben. Das Ergebnis dieses vorgeschichtlichen Werdens sei etwas biologisch Vererbbares, insofern etwas durch alle geschichtlichen Katastrophen hindurch gesichert ist.
Der Erwerb der Geschichte hingegen sei an Überlieferung gebunden und könne dementsprechend verloren gehen. Das allgemein Menschliche, von dem Jaspers hier spricht, das alle Menschen Verbindende, ist aber nicht die zoologische Gestalt des Menschen, sondern der Umstand, dass alle Menschen über Bewusstsein, Denken und Geist verfügen. Zitat: Es ist das prometheische Zeitalter, die Grundlage aller Geschichte, durch die der Mensch erst Mensch wurde, gegenüber einem uns nicht vorstellbaren, nur biologischen Menschsein. Wann das war, durch welche langen Zeiträume sich die einzelnen Schritte verteilten, wissen wir nicht. Dieses Zeitalter muss sehr lange zurückliegen und das Vielfache der dokumentierten, demgegenüber fast verschwindenden geschichtlichen Zeit betragen. In der zweiten Phase, die Jaspers zwischen 5000 und 3000 vor Christus ansetzt, erwachsen die alten Hochkulturen, die als kleine Lichtinseln in der breiten Masse der schon den ganzen Planeten bevölkernden Menschheit beschreibt. Gegenüber der Achsenzeit, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, hat dieser weltgeschichtliche Parallelismus jedoch Differenzen von Jahrtausenden, insofern die Pharaonenzeit in Ägypten auf 3032 bis 652 vor Christus, die Induskultur in Indien auf 2600 bis 1900 vor Christus und die früheste chinesische Dynastie, die Xia-Dynastie auf 2200 bis 1600 vor Christus datiert wird. Wobei die ältesten schriftähnlichen Zeichen in China meines Wissens auf 6600 vor Christus, die ältesten ägyptischen Hieroglyphen auf 3200 vor Christus und die Keilschrift in Mesopotamien auf 2700 vor Christus datiert wird. Das ist insofern relevant, da Jaspers das Aufkommen von Schrift und Sprache als Unterscheidungskriterium nennt, das diese Phase der Weltgeschichte von der Vorgeschichte trennt und ihr Schweigen bricht. Andere Ursachen für den Eintritt in diese zweite Phase der Weltgeschichte sind nach Jaspers die Organisation von Strom- und Bewässerungsregulierung, die Zentralisation, Beamtenschaft und Staatsbildung erzwingt, die Entstehung von Völkern, die sich aufgrund ihrer gemeinsamen Sprache und Kultur sowie einem gemeinsamen Mythos als Einheit fühlen, die Entstehung der Weltreiche sowie das Aufkommen des Pferdes. Hier tritt der Mensch also nach Jaspers von der Ungeschichtlichkeit in die Geschichte, deren Entstehung er wiederum auf drei Ursachen zurückführt. Geschichtlichkeit entsteht demnach erstens durch Bewusstsein und Erinnerung als Befreiung von der bloßen Gegenwart. Zweitens durch technische Rationalisierung als Befreiung von der vitalen Gebundenheit an die zufällige nächste Nähe zur Vorsorge und Sicherung. Und drittens durch Vorbildlichkeit bestimmter Menschen in Gestalt von Herrschern und Weisen. Die Differenz gegenüber der nachfolgenden Achsenzeit charakterisiert Jaspers dabei folgendermaßen. Eine spezifische technische Rationalisierung entspricht dem Unerwachtsein ohne eigentliche Reflexion. In der Achsenzeit scheint es also zu einer Art Erwachen gekommen zu sein. Was meint Jaspers damit? Zu den sogenannten Achsenvölkern zählt Jaspers Chinesen, Inder, Iraner, Juden und Griechen und unterscheidet davon die, Zitat, Völker ohne Durchbruch. Das heißt, dieser Durchbruch war zwar ein universalgeschichtlich entscheidendes, aber kein universales Ereignis. In dieser Zeit, die Jaspers um 500 vor Christus ansetzt, beziehungsweise zwischen 800 und 200 vor Christus datiert, erfolgte, Zitat, die geistige Grundlegung der Menschheit, von der sie bis heute zehrt, und zwar gleichzeitig und unabhängig in China, Indien, Persien, Palästina und Griechenland. Jaspers spricht von einem Nebeneinander in der gleichen Zeit ohne Berührung. Diese Entwicklungen seien im Ursprung nicht selbstständig. Reale Mitteilungen und Anregungen seien ausgeschlossen, wie er schreibt. Die Achsenzeit folge zudem keinem allgemeinen Gesetz, sei aber auch keine bloße Koinzidenz, sondern die geschichtlich einmalige Tatsache einer weltgeschichtlich universalen Parallele im Ganzen. Das heißt auf Deutsch, Jaspers hat keine Ahnung, was da vor sich gegangen ist. Er diskutiert dann verschiedene Möglichkeiten und verwirft sie alle. Gab es einen geschichtlich gemeinsamen Ursprung der beteiligten Völker? Waren die Völker der Achsenzeit allesamt Reitervölker? Gibt es gemeinsame soziologische Bedingungen? Nein, Jaspers spricht von dem Geheimnis der gegenseitigen Berührungslosigkeit der drei selbstständigen Ursprünge und kommt zu dem abschließenden Urteil: Niemand kann zureichend begreifen, was hier geschah und zur Achse der Weltgeschichte wurde.
Aber immerhin kann Jaspers beschreiben, was sich hier ereignet haben soll. Nämlich der sogenannte Schritt vom Mythos zum Logos, beziehungsweise eine Vergeistigung des Menschen. In den Worten Jaspers: Es geschah in der Achsenzeit das Offenbarwerden dessen, was später Vernunft und Persönlichkeit hieß. Jaspers spricht hier auch von menschenverwandelnder Reflexion, insofern sich der Mensch hier erstmals des Seins im Ganzen, seiner selbst und seiner Grenzen reflexiv bewusst werde. Der Mensch entdecke die Unbedingtheit in der Tiefe des Selbstseins und bilde ein klares Transzendenzbewusstsein aus. Die Achsenzeit ist für Jaspers daher auch, Zitat, das Zeitalter der geistigen Gründung unseres bis heute gültigen Menschseins. Angesichts dieser Erfahrung manifestiert sich Jaspers zufolge nun erstmals Erlösungs- und Befreiungsstreben, das heißt die Gelassenheit der griechischen Ataraxia, Moksha als erlösende Erkenntnis des wahren Selbst, des Atman im orthodoxen Brahmanismus, das Erlangen der Todlosigkeit im Nirvana im Buddhismus, das Leben im Einklang mit dem Dao im Daoismus oder die Hingabe an den Willen Gottes im Judentum und so weiter. Dabei werden nach Jaspers diejenigen Kategorien hervorgebracht, in denen wir bis heute denken, und es werden die Ansätze der Weltreligionen geschaffen, aus denen die Menschen bis heute leben. Zitat Jaspers: In dieser Zeit drängt sich Außerordentliches zusammen. In China lebten Konfuzius und Laozi, entstanden alle Richtungen der chinesischen Philosophie, dachten Moti, Chuangzi, Lice und ungezählt andere. In Indien entstanden die Upanishaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten bis zur Skepsis und bis zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus wie in China entwickelt. In Iran lehrte Zarathustra das fordernde Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse. In Palästina traten die Propheten auf. Griechenland sah Homer, die Philosophen Parmenides, Heraklit, Plato und die Tragiker Thukydides und Archimedes. Alles, was durch solche Namen nur angedeutet ist, erwuchs in diesen wenigen Jahrhunderten annähernd gleichzeitig in China, Indien und dem Abendland, ohne dass sie gegenseitig voneinander wussten. In jedem Sinne wurde der Schritt ins Universale getan. Jaspers war übrigens nicht der Erste, dem dieser weltgeschichtliche Parallelismus aufgefallen war. So lesen wir bei Peter Ernst von Lasso, einem deutschen Philologen, Geschichtsphilosophen und Politiker, Folgendes: Die Geburtsstunde der hellenischen Philosophie trifft in merkwürdiger Weise zusammen mit Weltbegebenheiten, die unter ganz verschiedenen, weit entlegenen Völkern und Zonen alle ein Ziel verfolgen. Denn es kann unmöglich ein Zufall sein, dass ungefähr gleichzeitig, 600 Jahre vor Christus, in Persien Zarathustra, in Indien Gautama Buddha, in China Konfuzius, unter den Juden die Propheten, in Rom der König Numa und in Hellas die ersten Philosophen, Ionia, Doria, Eleaten, als die Reformatoren der Volksreligion auftraten. Es kann dieses merkwürdige Zusammentreffen nur in der inneren substanziellen Einheit des menschlichen Lebens seinen Grund haben. Auch Friedrich Viktor Strauß, der wohl weniger als Laozi-Übersetzer, denn als fürstlich Schaumburg-Lippscher Minister, Kirchenlieddichter und Ehrenbürger der Stadt Dresden bekannt sein dürfte, kam einige Jahre danach zu dieser Einsicht. In dem Jahrhunderte, da in China Laozi und Kunzi lebten, ging eine wundersame Geistesbewegung durch alle Kulturvölker. Diese Erscheinung, der es nicht an Parallelen in der Geschichte fehlt und die auf sehr geheimnisvolle Gesetze schließen lässt, dürfte einerseits zwar ihre Begründung in dem Gesamtorganismus der Menschheit vermöge ihres einheitlichen Ursprungs finden, andererseits aber das Einwirken einer höheren geistigen Potenz ebenso voraussetzen, wie der Blütentrieb der Natur doch nur durch den belebenden Strahl der wiederkehrenden Sonne zur Entfaltung seiner Herrlichkeit kommt. In jüngerer Zeit hat vor allem Jan Assmann darauf hingewiesen, dass sich zahlreiche Merkmale der Jasperschen Achsenzeit, wie zum Beispiel das Auftreten großer Individuen, das Aufbrechen von Reflexion und Tendenzen zu einem ethisch-politischen Universalismus, bereits lange vor der Achsenzeit, nämlich in den sakralen Monarchien des zweiten Jahrtausends vor Christus, finden. Die Achsenzeit kann auch schwerlich an einer bestimmten Idee der Transzendenz festgemacht werden. In diesem Fall wäre Europa spätestens nach Nietzsche aus der Achsenzeit gleichsam wieder herausgefallen. Nach Assmann sind es vor allem die Merkmale der Schriftlichkeit und Kanonisierung, die dem formalen Konzept der Achsenzeitlichkeit zugeschrieben werden müssen. Nicht das Auftreten der großen Individuen, sondern die Kanonisierung ihrer Schriften markiere den Übergang zur Achsenzeit,
die chronologisch von Aßmann konsequenterweise auf die Zeit von 200 vor bis 200 nach Christus verlegt wird. Auf die gegenwärtige Debatte, ob die inhaltlichen Momente der Achsenzeit tatsächlich in dieser rigorosen Weise neu bestimmt werden müssen und ob die Achsenzeit auch weiterhin als eine uneingeschränkt positive Zäsur in der Geschichte der Menschheit angesehen werden kann oder nicht, kann ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Ich halte eine revidierte Theorie der Achsenzeit aber noch immer für eine hermeneutisch fruchtbare Rahmentheorie, die hier nicht als historisches Kuriosum im Zusammenhang mit den Anfängen der Philosophie vorgestellt werden sollte. Als Kontrast zu Jaspers wollen wir noch einen kurzen Blick auf Hegel und dessen Konstruktion der Philosophie und Weltgeschichte als Stufengang des Weltgeistes von Osten nach Westen werfen. Dabei ist es eingangs unerlässlich, Hegels Begriff der Geschichtlichkeit kurz zu erklären, um populäre Fehlurteile abzuwehren. Geschichtlichkeit bezeichnet bei Hegel nämlich nicht, wie man aus heutiger umgangssprachlicher Sicht vielleicht meinen könnte, die bloße Faktizität eines Ereignisses und auch nicht die Einordnung eines solchen faktischen Ereignisses in einen temporalen Zusammenhang. Das, was nach Hegel Geschichte überhaupt erst zu Geschichte macht und damit von einer bloßen Abfolge von Ereignissen unterscheidet, ist das Ineinanderfallen von Zeitlichkeit und Reflexion. Das heißt, erst dadurch, dass das Subjekt, das in der Kette dieser Ereignisse steht, sein eigenes Sein durch diese Ereignisse bestimmt weiß und sich im gleichen Akt in ein geschichtliches Verhältnis setzt, wird aus einer bloßen Ereignisfolge Geschichte. Geschichte ist somit nichts Vorfindliches für Hegel, sondern ist durch das geschichtliche Bewusstsein gemacht und begriffen, das heißt als Geschichte konstituiert. Ohne einen derartigen Konstitutionsakt gäbe es Vorfälle, auch Ereignisketten, aber keine Geschichte im Sinne Hegels. Klarerweise ist eine Konsequenz des Hegelschen Geschichtsbegriffes, dass er weite Bereiche und Epochen des geistigen Lebens als ungeschichtlich ausschließt. Abgesehen von Logik und Metaphysik hat Hegel nun über kein Thema so regelmäßig und ausführlich gelesen wie über die Geschichte der Philosophie. Erstmals in Jena 1805-1806, sodann in Heidelberg 1816 und 17 und 1817 und 18. Quellen sind allerdings erst zu den 6 Vorlesungen erhalten, die Hegel in Berlin gehalten hat. Im Sommer 1819, im Winter 1820-21 und dann im zweijährigen Turnus in den Wintern 23-24, 25-26, 27-28 und 29-30. Im Winter 31-32, wenige Tage vor seinem Tod am 14. November, hatte er erneut mit dieser Vorlesung begonnen, aber nicht einmal mehr die Einleitung vollenden können. Es ist dabei Hegels zentraler Leitgedanke, dass die einzelnen geschichtlichen Gestalten der Philosophie nicht bloß historisch zufällig, sondern als Taten des sich wissenden Geistes zu nehmen sind. Das heißt, dass Hegels Philosophiegeschichtsschreibung keine bloße Historie über das zufällige Entstehen und Vergehen einzelner Denkgebäude geben, sondern eine vernunftgeleitete Geschichte des vernünftigen Inhalts der Philosophie selbst rekonstruieren will. Die Geschichte der Philosophie ist also keine ins Unendliche laufende Reihe von Meinungen oder ein unordentlicher Haufen, wie Hegel sich auszudrücken pflegt, sondern das Medium der Entwicklung des Geistes selber. Das Ganze klingt bei Hegel dann so: Die Philosophie ist Vernunfterkenntnis. Die Geschichte ihrer Entwicklung muss selbst etwas Vernünftiges, die Geschichte der Philosophie muss selbst philosophisch sein. Ja, er versteigt sich dabei sogar zu der steilen These, dass, Zitat, die Aufeinanderfolge der Systeme der Philosophie in der Geschichte dieselbe ist als die Aufeinanderfolge in der logischen Ableitung der Begriffsbestimmungen der Idee. Diese, sagen wir, kühne These einer Übereinstimmung der geschichtlichen Ordnung mit der logischen ist angesichts einer unabweisbaren und eklatanten Wiedervernünftigkeit der Geschichte natürlich unhaltbar. Aber wir wollen uns ja hier nur die Grundidee Hegels vergegenwärtigen. Der Grundgedanke, dass sich die vermeintlich zufälligen Geschichtswahrheiten bei genauerem Hinsehen als vernunftgeleitet erweisen und ihr Werden einer inneren Logik folgt, überträgt Hegel von der Philosophiegeschichte auch auf die Weltgeschichte insgesamt. Auch entwicklungsgeschichtlich gesehen dürfte Hegel von der Philosophiegeschichte auf die Weltgeschichte geschlossen haben, denn die ersten Vorlesungen zur Philosophie der Weltgeschichte hielt er ja erst im Winter 1822-23, dann aber im Zweijahresturnus im Wechsel mit den philosophiegeschichtlichen Kollegien. Es scheint mir problemlos evident, dass der Blick auf die Geschichte nicht besonders unvoreingenommen und deren Rekonstruktion nicht besonders akkurat und sachgemäß erfolgt,
wenn man wie Hegel mit der heuristischen Arbeitshypothese an das Material geht, dass sich hier das Wirken eines Weltgeistes verifizieren lassen muss. Nochmal in den Worten Hegels: Es müsse sich aus der historisch-empirischen Betrachtung der Weltgeschichte selbst ergeben, dass es vernünftig in ihr zugegangen sei. Fraglos kann ein solcher Ansatz der Geschichte der Philosophie nur Gewalt antun. Er muss zwangsläufig zu eklatanten Fehlurteilen führen, die wir hier grafisch aufbereitet als vermeintlichen Stufengang des Weltgeistes von Ost nach West sehen, der über China, Indien, Persien, die griechische und römische bis zur germanischen Welt verläuft und schließlich seinen Höhepunkt im Berlin des 19. Jahrhunderts in der Philosophie Hegels findet, der dann dankenswerterweise alle Rätsel der Philosophiegeschichte für uns aufgelöst hat. In seinen Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte schreibt Hegel dazu Folgendes: Die Weltgeschichte geht von Osten nach Westen, denn Europa ist schlechthin das Ende der Weltgeschichte, Asien der Anfang. Für die Weltgeschichte ist ein Osten kat exochen vorhanden, während der Osten für sich etwas ganz Relatives ist. Denn obgleich die Erde eine Kugel bildet, so macht die Geschichte doch keinen Kreis um sie herum, sondern sie hat vielmehr einen bestimmten Osten, und das ist Asien. Hier geht die äußerliche physische Sonne auf und im Westen geht sie unter. Dafür steigt aber hier die innere Sonne des Selbstbewusstseins auf, die einen höheren Glanz verbreitet. Die Weltgeschichte ist die Zucht von der Unabhängigkeit des natürlichen Willens zum Allgemeinen und zur subjektiven Freiheit. Ich kann hier auf die Details der Hegelschen Philosophie, die seinen Vorlesungen der Philosophie der Welt und Philosophiegeschichte zugrunde liegen, klarerweise nicht näher eingehen. Das würde eine eigene Vorlesung nötig machen. Und auch die eklatanten Parolen und Einlassungen Hegels hinsichtlich des sogenannten östlichen Denkens, der im indischen und chinesischen Denken bestenfalls defizitäre Vorstufen zur wahren Philosophie finden konnte, erspare ich uns an dieser Stelle. Wenden wir uns stattdessen den Begriff Philosophie selbst zu und fragen nach seiner Herkunft und ursprünglichen Bedeutung. Wenn es zum Wesen der Philosophie gehört, sich selbst zu befragen nach dem eigenen Wesen und Daseinssinn, so schließt dies auch immer die Besinnung ein auf Ursprung und Bedeutung ihres Namens, jenes griechischen Wortes, durch das sie bis heute in allen Sprachen als etwas Eigenständiges gekennzeichnet ist. Für das Altertum gab Herakleides Pontikos, ein Schüler Platons und Aristoteles, in einer einprägsamen Anekdote diejenige Namenserklärung, die allgemeinen Anklang fand. Pythagoras habe sich als erster Philosophos genannt. Bevor wir uns diese Anekdote einmal zu Gemüte führen, ein paar Hinweise zum vermeintlichen Urheber des Wortes Philosophie, der für Empedokles ein Mann von überragendem Wissen, für Heraklit hingegen nur Ahnherr der Schwindler war und in dessen Lehre er nur Vielwisserei und Betrügerei sehen konnte. Sie sehen hier ein Gemälde vom Russen Bronnikow mit dem Titel »Der Sonnenhymnus des Pythagoras« aus dem Jahre 1869. Pythagoras soll entsprechend ein weißes Gewand und für die Griechen untypisch Hosen getragen haben. Darüber hinaus wird dem Mann ein Zitat »goldener Schenkel« zugesprochen, was immer das auch zu bedeuten haben soll. Pythagoras soll Wanderjahre im Orient, eine Ägyptenreise und nach Philostratos auch Indien besucht haben. Er gilt der Antike als Wundertäter, der mit Tieren kommunizieren konnte, was nach Platon für die Menschen des goldenen Zeitalters unter Kronos charakteristisch war. Ihm wird die Wahrsagekunst zugesprochen, insofern er ein Erdbeben, den Untergang eines Schiffes sowie die Eroberung der Stadt Sybaris vorhergesehen haben soll. Damit aber nicht genug, Pythagoras soll die Gabe der Bilokation, Verfügungsgewalt über die Kräfte der Natur sowie das Vermögen, wie der Buddha, seine früheren Existenzen zu schauen besessen haben. Er war also Anhänger der Metempsychose und ging wohl im Anschluss an orphische Lehren davon aus, dass die menschliche Seele nach dem Tod weiterlebt und im Rahmen von Wiedergeburten auch in Tiere, einigen Zeugnissen zufolge sogar in Pflanzen eingehen kann. Vegetarismus als Enthaltung vom Beseelten war für Pythagoras striktes Gebot, insbesondere das Bohnenverbot. Wir reden hier nicht von der aus Amerika eingeführten Gartenbohne, sondern von der Saubohne. Was hat nun die Saubohne für einen spezifischen Zusammenhang mit der Metempsychose? Der Neuplatoniker und Plotinschüler Porphyrios berichtet von einem Uranfang des Alls, bei dem aus derselben Fäulnis Mensch und Bohne entstanden seien. Der Zusammenhang ließe sich, so Porphyrios, auch experimentell beweisen. Zerkaut man eine Bohne und stellt sie in die Sonne, riecht sie Porphyrios zufolge nach Sperma.
Legt man sie hingegen 90 Tage in einem Tongefäß in die Erde, so könne man die Entdeckung machen, dass sich anstelle der Bohne der Kopf eines Kindes oder das Geschlechtsteil einer Frau ausgebildet habe. Naja, diese Annahme einer Urverwandtschaft zwischen Mensch und Bohne lässt vermuten, dass die Pythagoreer die Bohne gleichfalls für beseelt hielten. Die Seelen sollen zudem durch die Bohnenblüten aus dem Hades wieder auf die Erde zurückgekommen sein, weshalb Aristoteles den Pythagoreern die Meinung zuschreibt, Bohnen seien den Toren des Hades ähnlich. Orpheus wird zudem der Ausspruch zugeschrieben, das Gleiche ist es, Bohnen und Häupter der Eltern zu essen. Meine Tagesempfehlung, mal wieder einen zünftigen Saubohnensalat machen. Natürlich ist Pythagoras Ihnen wohl vor allem noch durch den Satz des Pythagoras bekannt, also a² plus b² gleich c². Das heißt, dass in allen Ebenen, rechtwinkligen Dreiecken die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates ist. Neben der Mathematik spielt aber auch die Zahlensymbolik eine ausgezeichnete Rolle. Der Kosmos ist den Pythagoreern zufolge nach mathematischen Regeln und Zahlenverhältnissen harmonisch geordnet. Die Zahl war also die Archä bzw. das konstituierende Urprinzip der Welt, was vor allem auf das Referat bei Aristoteles zurückgeht. Aber Philolaos, ein pythagoreischer Zeitgenosse des Sokrates, soll gelehrt haben, dass alles für uns Erkennbare notwendigerweise mit einer Zahl als der Voraussetzung für gedankliches Erfassen verknüpft sei. Zu nennen wäre hier noch die auf dem Bild zu sehende Tetraktis, die Vierheit und die Dekas, die vollkommene Zehnzahl, die aus der Quersumme der ersten vier gebildet ist, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 gleich 10. Sie wird als Schlüssel zum Verständnis der Weltharmonie und vollkommenes Dreieck betrachtet. Die 1 entspricht dem Punkt, die 2 der Linie, die 3 der Fläche und die 4 dem dreidimensionalen Tetraeder. Die Tetraktis umfasst somit alle wahrgenommenen Dimensionen des Raumes. Es wird in diesem Zusammenhang auch die folgende pythagoreische Eidesformel überliefert. Ja, bei dem, der unsere Seele die Tetraktis übergeben hat, Quelle der ewig strömenden Natur. Aufgrund der vollkommenen Zählzahl nahm man übrigens insgesamt 10 bewegte Himmelskörper an. Aristoteles kritisierte dieses System, da es nicht von den Erscheinungen, sondern von vorgefassten Ansichten ausgehe. Die Gegenerde sei nur eingeführt worden, um die Zahl der bewegten Körper am Himmel auf 10 zu bringen, da diese Zahl als vollkommen galt. Allerdings sah sich Kopernikus durch die Lehre pythagoreischer Schriften nach eigener Aussage dazu veranlasst, Zitat, über die Beweglichkeit der Erde nachzudenken. Und kam dann schließlich zu seiner heliozentrischen Theorie. Wir sehen hier das Gemälde Music of the Spheres von 1617, das vom englischen Philosophen, Theosophen und Mediziner Robert Flood geschaffen wurde. Nach pythagoreischer Ansicht entstehen bei der Kreisbewegung der Himmelskörper ebenso wie bei Bewegungen irdischer Objekte Geräusche. Wegen der Gleichförmigkeit der Bewegung ist der Ton zudem konstant. Die Gesamtheit dieser Töne, deren Höhe von den unterschiedlichen Geschwindigkeiten und den Abständen der Himmelskörper abhing, sollte nun einen kosmischen Klang ergeben, der unhörbar sei, da er ununterbrochen erklinge. Pythagoras soll als einziger Mensch imstande gewesen sein, diese Himmelsharmonie zu hören. In der Musik stellten die Pythagoreer übrigens fest, dass die harmonischen Grundkonsonanzen Quarte, Quinte und Oktave mit den vier Zahlen der Tetraktis ausgedruckt werden können. Aber genug der Anekdoten, lesen wir einmal die Wiedergabe der von Herakleides Pontikos berichteten Anekdote über den Ursprung des Wortes Philosophie, wie sie sich bei Cicero findet. Und diese Bezeichnung für sie, die Weisen, Sophoi, hielt sich bis in die Zeit des Pythagoras. Von ihm wird, wie der Platonhörer Herakleides Pontikos, ein außerordentlich gebildeter Mann, schreibt, berichtet, er sei nach Pfleos gekommen und habe sich mit Leon, dem Herrscher der Phliasia, über etliche Dinge gelehrt und redegewandt unterhalten. Da Leon seine Intelligenz und Beredtheit bewunderte, habe er ihn gefragt, auf welche Kunstfertigkeit er sein Selbstvertrauen denn insbesondere stütze. Er aber habe erwidert, er verstehe sich auf keine Kunst, sondern sei Philosoph. Aus Verwunderung über die neue Bezeichnung habe Leon gefragt, wer denn die Philosophen seien und welcher Unterschied zwischen ihnen und den übrigen Menschen bestehe. Pythagoras aber habe geantwortet, das Leben der Menschen scheine ihm jenem Markt ähnlich, der aus Anlass der glänzendsten Spiele unter festlicher Beteiligung ganz Griechenlands abgehalten werde. Denn wie dort die einen mit ihren trainierten Körpern nach Ruhm und Ehre des Siegeskranzes strebten,
andere durch die Aussicht auf profitable Kauf- und Verkaufsgeschäfte angezogen würden, es aber auch einen Typus von Menschen gebe, und dies sei unstreitig der vornehmste, die weder Applaus noch Profit suchten, sondern um des Schauens willen kämen und wissbegierig sich genau ansähen, was ich zu trage auf und auf welche Weise, desgleichen seien wir, wie zur Festversammlung eines Jahrmarkts aus einer Stadt, so in dieses Leben aus einem anderen Leben und einer anderen Natur aufgebrochen und würden nun teils dem Ruhm, teils dem Geld dienen, nur einige wenige gäbe es, die von allem übrigens nichts hielten und die Natur der Dinge wissbegierig betrachteten. Diese nenne er auf Weisheit Bedachte, das heißt nämlich Philosophen. Und wie dort das Zusehen, ohne sich etwas zu erwerben, das Vornehmste sei, so überrage im Leben die Betrachtung und Erforschung der Dinge alle anderen Betätigungen bei weitem. Auch bei Diogenes Laertios wird Pythagoras als Urheber des Wortes Philosophie gewürdigt. Er schreibt, als erster verwandte Pythagoras die Bezeichnung Philosophie und nannte sich selbst einen Philosophen, wie Herakleides der Pontiker in seinem Werk über die nicht mehr atmende Frau sagt. Keiner sei nämlich weise außer Gott. Der Satz, keiner sei nämlich weise außer Gott, bildet allerdings eine der Hauptstützen für diejenigen, welche der antiken Überlieferung skeptisch gegenüberstehen und annehmen, die Geschichte sei in der platonischen Akademie erfunden worden. Andere halten den Satz wiederum für einen späteren platonisierenden Zusatz. Von einem Aufenthalt des Pythagoras in Phleios wissen die übrigen antiken Quellen zumindest nichts zu berichten. Dort gründete sich erst nach den antipythagoreischen Aufständen in Unteritalien eine Gemeinde. Zudem ist das Zwiegespräch zwischen Leon und Pythagoras, zwischen einem Weisen und einem Alleinherrscher, in der Antike ein vielfach variierter Erzähltopos. Es scheint mir allerdings fragwürdig, ob deshalb gleich die gesamte Geschichte zur Fiktion ohne historischen Kern erklärt werden muss. So findet sich beispielsweise bei Herodot folgender Passus überliefert, in dem König Krösos den aus Athen angereisten Staatsmann Solon zu Beginn des Gespräches folgendermaßen charakterisiert. Gastfreund aus Athen, zu uns ist nämlich viel Kunde über dich gekommen, sowohl wegen deiner Weisheit wie auch wegen deines Umherreisens, wie du aus Liebe zur Weisheit weite Teile der Erde befreit hast, um zu schauen. Die Selbstverständlichkeit, mit der Herodot vom Philosophieren spricht, weist darauf hin, dass das Wort kaum erst zur Publikationszeit von Herodots Historien geprägt wurde, sondern schon einige Zeit in Gebrauch war. Und das bedeutet natürlich auch vor Platon. Der Pythagoras-Experte Christoph Riedweg hält es zumindest für möglich, dass die Darstellung des Herakleides im Wesentlichen zutreffend ist und nicht allein die Selbstbezeichnung Philosophos, sondern auch die Beschreibung dieser Existenzweise als Theoria, also der Betrachtung und Erforschung der Dinge, auf Pythagoras zurückgeht. Wolfgang Welsch vertritt im Anschluss an Walter Burkhardt hingegen immer noch die Position, dass es sich dabei um eine Rückprojektion aus platonischer Zeit handelt. Konzept und Terminus der Philosophie bildeten sich demnach erst bei Platon und es waren angeblich die Platoniker, welche die Geschichte um Pythagoras erfanden, um ihrer eigenen Neuerung das Ansehen der Tradition und des Alters zu geben. Zitat Burkhardt: Es spricht alles dafür, dass Herakleides Platons und nur Platons Gedanken Pythagoras in den Mund gelegt hat. Wie dem auch sei, unabhängig davon lassen sich eine Reihe vorplatonischer Gebrauchsweisen des Wortes belegen, vor deren Hintergrund die pythagoreische bzw. platonische Neuerung besonders deutlich wird. So bezeichnet Philosophieren vor Platon das allgemeine Streben nach einem nicht näher spezifizierten Wissen und fachlicher Kompetenz, zum Beispiel im Bereich der Dicht- oder Kriegskunst, Medizin, Politik und so weiter. Dann wird Philosophie als nutzlose naturwissenschaftliche Spekulation über Ursprung und Genese des Menschen von der Medizin als reinem Erfahrungswissen unterschieden. Es findet sich auch drittens der Gebrauch des Wortes, um kreatives Nachdenken über ein lebenspraktisches Problem zu bezeichnen oder innovative Ideen, das völlig Neue und Unkonventionelle, was bei Aristophanes negativ als Neuerungswahn konnotiert ist. Dann bezeichnet Philosophieren auch den innerpsychischen Kampf um die Tugend. Bei Herodoros siegt beispielsweise die Zitat Keule der Philosophie über die begehrlichen Gedanken, indem sich die Seele mit dem Löwenfell besonnener Überlegungen umgibt. Fünftens wird Philosophie von den Sophisten als Rhetorik bzw. als Unterricht in derselben und kommerzielle Wissensvermittlung aufgefasst, bei der nicht die Wahrheit und Wahrheitsfindung,
sondern allein die Überzeugungskraft rhetorisch berauschender Stilmittel ausschlaggebend ist. Erst bei Platon wird der Begriff dann zu einem distinkten Konzept, einer eigenständigen Disziplin. In den Worten Hegels: Mit Platon fängt die philosophische Wissenschaft als Wissenschaft an. Geht der Begriff also möglicherweise auf Pythagoras zurück und der Anfang der Philosophie als einer eigenständigen Disziplin auf Platon, so ist Anfang doch etwas anderes als Ursprung. Der Anfang ist historisch und bringt für die Nachfolgenden eine wachsende Menge von Voraussetzungen durch die nun schon geleistete Denkarbeit. Ursprung aber, so Karl Jaspers, ist jederzeit die Quelle, aus der der Antrieb zum Philosophieren kommt. Durch ihn erst wird die je gegenwärtige Philosophie wesentlich, die frühere Philosophie verstanden. Was ist also der Ursprung des Philosophierens? Dieses Ursprüngliche ist vielfach. Nach Platon und Aristoteles ist das schauende Staunen, aus dem die Frage nach der Erkenntnis folgt. Platon schreibt: Denn wahrlich ist das, was einem Philosophen eigentlich widerfährt, das Staunen. Einen anderen Anfang und Grund für die Philosophie als diesen gibt es nämlich nicht. Und Aristoteles schreibt in seiner Metaphysik: Aufgrund des Staunens nämlich begannen die Menschen zu philosophieren, jetzt wie einst. Anfangs staunten sie über das Handgreifliche, vor Augen liegende. Dann gingen sie allmählich weiter und ließen sich auf das Staunen erregende Rätselhafte im Großen ein. Zum Beispiel auf die Phänomene von Mond, Sonne, Gestirn und auf die Entstehung des Alls. Um diesem Nichtwissen zu entgehen, begannen sie zu philosophieren. Im Buddhismus ist es hingegen die Erfahrung der universalen Vergänglichkeit, die alles als unzulänglich oder existenziell frustrierend, als Dukkha erscheinen lässt, die wiederum den Ursprung des Wissenwollens und damit des Philosophierens bildet. Die Lehre von den vier edlen Wahrheiten, die nach guter alter Überlieferung den Inhalt der Verkündigung bildet, mit der der Buddha seine Lehrtätigkeit eröffnete, gründen auf dieser Diagnose universaler Unzulänglichkeit als erster Wahrheit. Im Dhammacakkappavattana Sutta, dem Lehrtext vom Andrehen des Rades der Lehre, lesen wir Folgendes: Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Dukkha. Geburt ist Dukkha, Altern ist Dukkha, Krankheit ist Dukkha, Tod ist Dukkha. Vereint sein mit Unliebem ist Dukkha, getrennt sein von Lieben ist Dukkha. Etwas, das man sich wünscht, nicht zu bekommen, ist Dukkha. Kurz, die fünf Anhaftungsgruppen sind Dukkha. Nach Kitaro Nishida gründet die Philosophie in der tiefen Trauer des menschlichen Lebens, während Keiji Nishitani in einem autobiografischen Bericht das Motiv, das zur Philosophie führt, mit dem sinnerodierenden Nihilismus einer tief empfundenen Nichtigkeit des eigenen Selbst und alles aushüllenden Leere im Grunde des Gemütes identifiziert. Es ließen sich hier noch zahllose weitere Beispiele nennen. Nach Karl Jaspers sind es insgesamt drei ursprüngliche Motive, die uns zur Philosophie bringen. Aus dem Staunen folgt die Frage und die Erkenntnis, aus dem Zweifel am Erkannten die kritische Prüfung und die klare Gewissheit, aus der Erschütterung des Menschen und dem Bewusstsein seiner Verlorenheit die Frage nach sich selbst. Was meint Jaspers mit diesen drei ursprünglichen Motiven der Philosophie? Sich wundern drängt nach Jaspers zur Erkenntnis. Im Wundern werde ich mir des Nichtwissens bewusst. Ich suche das Wissen, aber um des Wissens selber willen, nicht zu irgendeinem gemeinen Bedarf. Das Philosophieren sei wie ein Erwachen aus der Gebundenheit an die Notwendigkeiten des Lebens. Das Erwachen vollziehe sich im zweckfreien Blick auf die Dinge, den Himmel und die Welt, in den Fragen, was das alles und woher das alles sei. Fragen, so Jaspers, deren Antwort keinem Nutzen dienen soll, sondern an sich Befriedigung gewähre. Habe man die Befriedigung des Staunens in der Erkenntnis des Seienden gefunden, so melde sich bald der Zweifel. Zwar häuften sich die Erkenntnisse, aber bei kritischer Prüfung sei nichts gewiss. Philosophierend ergreife man dann den Zweifel, versuche ihn radikal durchzuführen, nun aber entweder mit der Lust an der Verneinung durch den Zweifel, der nichts mehr gelten lasse, aber auch seinerseits keinen Schritt vorantun könne, oder mit der Frage, wo denn Gewissheit sei, die allem Zweifel sich entziehe und bei Redlichkeit jeder Kritik standhalte. Also die Frage, ob eine Letztbegründung unseres Wissens möglich ist. Hingegeben an die Erkenntnis der Gegenstände in der Welt, im Vollzug des Zweifels als des Weges zur Gewissheit, ist man Jaspers zufolge bei den Sachen. Denke man nicht an sich, sein Glück, sein Heil. Vielmehr sei man selbstvergessen befriedigt im Vollzug jener Erkenntnisse. Dies werde nun anders, so Jaspers, wenn ich meiner selbst in meiner Situation mir bewusst werde. Ich muss sterben,
Ich muss leiden, ich muss kämpfen, ich bin dem Zufall unterworfen, ich verstricke mich unausweichlich in Schuld und alles Weltsein ist unzuverlässig, insofern Alter, Krankheit und Tod trotz immer größer werdender Naturbeherrschung unentrinnbar bleiben. Diese Grundsituation des menschlichen Daseins nennt Jaspers Grenzsituation. Das heißt, es sind Situationen, über die wir nicht hinaus können, die wir nicht ändern können. Das Bewusstwerden dieser Grenzsituationen ist nun Jaspers zufolge nach dem Staunen und dem Zweifel der tiefere Ursprung der Philosophie. Der Ursprung in den Grenzsituationen bringt den Grundantrieb, im Scheitern den Weg zum Sein zu gewinnen. Es ist entscheidend für den Menschen, wie er das Scheitern erfährt, ob es ihm verborgen bleibt und ihn nur faktisch am Ende überwältigt, oder ob er es unverschleiert zu sehen vermag und als ständige Grenze seines Daseins gegenwärtig hat, ob er fantastische Lösungen und Beruhigungen ergreift, oder ob er redlich hinnimmt im Schweigen vor dem Undeutbaren. Wie er sein Scheitern erfährt, das begründet, wozu der Mensch wird. In den Grenzsituationen zeigt sich entweder das Nichts, oder es wird fühlbar, was trotz und über allem verschwindenden Weltsein eigentlich ist. Selbst die Verzweiflung wird durch ihre Tatsächlichkeit, dass sie in der Welt möglich ist, ein Zeiger über die Welt hinaus. Der Ursprung des Philosophierens liegt im Verwundern, im Zweifel, im Bewusstsein von Verlorenheit. In jedem Fall beginnt es mit einer den Menschen ergreifenden Erschütterung und immer sucht es aus der Betroffenheit heraus ein Ziel. Was würde Carnap dazu sagen? Wahrscheinlich: Karl, hör auf, so inadäquat dein Lebensgefühl mit Scheinsätzen zu artikulieren und werde besser Künstler. Sie sehen schon, dass die Existenzphilosophie, zu der Jaspers gezählt wird, und der logische Empirismus keine Freunde mehr werden. Die Existenzphilosophie lässt sich schlecht allgemein charakterisieren, weil ihre Exponenten höchst individuelle Denker sind, die sich in ihrem Philosophieren teilweise stark voneinander unterscheiden. Aber typisch ist doch, dass existenzielles Denken ein persönlich engagiertes Denken ist, insofern es auf elementare existenzielle Lebensprobleme abzielt und der persönlichen Lebenspraxis dienen soll. Kennzeichnend für die Existenzphilosophie ist auch die bewusste Abkehrung von einem rationalistisch verkürzten Menschenbild und die intensive Beschäftigung mit emotionalen Grunderfahrungen, Grundstimmungen und, wie hier bei Jaspers, Grenzsituationen des menschlichen Lebens. Es geht darum, den Menschen nicht als bloßen Denker, sondern als existierenden Denker zum Gegenstand der Überlegungen zu machen. Als existierender Denker ist der Mensch nicht ein in die unbefragten Sicherheit seines Wissens dahinlebendes Wesen, sondern ein Wesen, das von existenziellen Grunderfahrungen wie Angst, Verzweiflung, Einsamkeit, Schuld, Sorge, Ekel, Langeweile, dem Bewusstsein des eigenen Todes und der Sinnlosigkeit des Lebens usw. erschüttert wird. Wenn die Existenzphilosophie der Analyse und phänomenologischen Beschreibung dieser emotionalen Grundstimmung und Grunderfahrungen einen so breiten Raum gibt, geschieht dies aus der Vorstellung heraus, dass der Mensch durch elementare Erfahrungen auf einen innersten, eigentlichen Kern seines Wesens zurückgeworfen wird. Die zentralen Überlegungen der Existenzphilosophen kreisen dann auch um einen innersten Kern des menschlichen Wesens, um das eigentliche Selbstsein oder die Transzendenz und Existenz, wie Jaspers schreibt. Diesen Überlegungen liegt dann meistens eine metaphysische Theorie zugrunde, insofern die Dimension des eigentlichen Seins des Menschen, an der er als Existenz Anteil hat, sich der Vergegenständlichung durch empirisch-rationale Methoden entzieht. In den Worten Jaspers: Der Mensch ist grundsätzlich mehr, als er von sich wissen kann. Aber kehren wir zurück zum Anfang und der ersten inhaltlichen Bestimmung der Philosophie, wie sie sich aus den Werken Platons rekonstruieren lässt. Philosophie, das ist nach Platon das Streben nach Wissen und nicht das Streben nach bloßer Meinung, die sich in der für Sokrates spezifischen Haltung des Prüfens von sich selbst und anderen beim Diskutieren philosophischer Themen äußert. Das griechische Wort Philosophos ist dabei im Gegensatz zum Sophos gebildet. Das heißt, der die Erkenntnis Liebende im Unterschied zu dem, der bereits im Besitz der Erkenntnis ist und sich entsprechend einen Wissenden Sophos nennt. Demnach wäre das Suchen nach Wahrheit, nicht der Besitz der Wahrheit, das Wesen der Philosophie. Platon schreibt: Kein Gott aber philosophiert und sucht fragend danach, wissend über das Sein zu werden. Er ist es nämlich und immer wesenhaft schon. Philosophie heißt dann, auf dem Wege sein. Ihre Fragen sind wesentlicher als ihre Antworten und jede Antwort wird zur neuen Frage.
Eine solche Philosophie ist in unserer vollkommen durchökonomisierten und monetarisierten Welt, in der wir beherrscht von betriebswirtschaftlicher Logik den Preis von allem, aber den Wert von nichts mehr kennen, natürlich vollkommen nutzlos. Man kennt ja die Anekdote, die Platon von Thales berichtet. Zitat: Thales fiel, als er sich mit den Sternen beschäftigte und nach oben blickte, in einen Brunnen. Das soll ihn eine witzige und reizende thrakische Magd verspottet haben, weil er zwar die Dinge am Himmel zu erkennen begehre, ihm aber, was ihm vor den Füßen liege, entgehe. Warum suchte er das Fernste, wenn er im Nächsten so ungeschickt war? Philosophie ist aber nicht nur Streben im Gegensatz zum Haben, sondern auch das Streben nach Wissen und nicht das Streben nach bloßer Meinung. Der Bildungshungrige hat nur Meinung, Doxa, strebt nach viel Wissen, Polymathie. Er ist deshalb kein Philosoph, sondern ein Philodox. Ein Philosoph hingegen will wissen, das auf die Ideen als den immerwährenden Seins- und Wesensbestand des Seienden geht. Es ist nun also nach meiner Meinung nötig, zuerst folgende Unterscheidung zu treffen. Was ist das immer Seiende, aber kein Entstehen an sich Habende? Und was ist das immer Entstehende, aber niemals Seiende? Das eine kann durch das Denken mit Hilfe des Logos erfasst werden, da es ein immer gleichermaßen Seines ist. Das andere wiederum kann nur durch die Meinung mit Hilfe der vernunftlosen Sinneswahrnehmung angenommen werden, da es ein entstehendes und vergehendes, aber niemals wahrhaft Seiendes ist. Wir haben nach Platon also das Reich der Ideen, die intelligibel, das Seien Seiende, vollkommen, überzeitlich, form- und raumlos, einfach, rein und unvermischt sind. Die Trennung zwischen Sinnen- und Ideenwelt wird wiederum durch die Teilhabe überbrückt, insofern die sichtbaren Dinge als Abbilder an den Ideen als deren Urbilder teilhaben. Auf sie bezieht sich in einem ersten Schritt unser Wissensdrang. Philosophie, das ist nach Platon auch Daseinsbewältigung und heitere Todesgelassenheit, insofern der Tod als loslösende und befreiende Trennung der Seele vom Leib gilt, der als Kerker der Vernunftseele betrachtet wird. Die volle, unmittelbare Erkenntnis wird erst von der vom Körper befreiten Seele erreicht. Durch die Trennung vom Körper werden wir nicht nur von den Umtrieben unserer Leiblichkeit und Weltbefangenheit absolviert, sondern auch zur reinen Schau der immerwährenden Ideen und des wahren Seins im reinen Licht der Vernunft befähigt, was die Seele bereits in vorgeburtlicher Präexistenz geschaut hatte. Erkenntnis ist Platon zufolge nur durch Wiedererinnerung, Anamnesis, möglich. Die folgenden Zitate stammen aus Platons Phaidon und berichten von jenem Tag, als dem der Asebi, also der Gottlosigkeit, angeklagten Sokrates der Schierlingsbecher gereicht wurde und eine Schar seiner Freunde und Schüler noch um ihn versammelt war. Nämlich diejenigen, die sich auf rechte Art mit der Philosophie befassen, mögen wohl, ohne dass es freilich die anderen merken, nach gar nichts anderem streben, als nur zu sterben und tot zu sein. Und die Seele also, das Unsichtbare und sich an einen anderen eben solchen Ort begebene, der edel und rein und unsichtbar ist, nämlich in die wahre Geisterwelt zu dem guten und weisen Gott, wohin, wenn Gott will, alsbald auch meine Seele zu gehen hat, diese, die so beschaffen und geartet ist, sollte, wenn sie von dem Leibe getrennt ist, sogleich verweht und untergegangen sein, wie die meisten Menschen sagen, sondern vielmehr verhält es sich so, wenn sie sich rein losmacht und nichts von dem Leibe mit sich zieht, weil sie mit gutem Willen nichts mit ihm gemein hatte im Leben, sondern ihn floh und in sich selbst gesammelt blieb und dies immer im Sinn hatte, was nichts anderes heißen will, als dass sie recht philosophierte und darauf dachte, leicht zu sterben. Oder hieß dies nicht auf den Tod bedacht sein? Philosophie, das ist nach Platon auch Selbsterkenntnis. Der Gedanke der Selbsterkenntnis gehört zur philosophischen Wirkungsgeschichte des Appells aus Pindars zweiter pythischer Ode, komm zur Kenntnis, von welcher Art du bist, und der Inschrift über dem Apollontempel zu Delphi, gnotis seauton, erkenne dich selbst, die über Platon, Plotin und Augustinus Eingang in die abendländische Denktradition fand. Der Aufruf zur Selbsterkenntnis erscheint hier allerdings als Besinnung auf die Grenzen menschlichen Wissens und Seins, das heißt als demütige Annahme der von Cicero überlieferten sokratischen Erkenntnis der eigenen Unwissenheit und als Mahnung an die sterbliche Natur des Menschen zur Abwehr der Hybris. Cicero schreibt im Lucullus: So viele Gespräche sind aufgezeichnet worden, nach denen es keinen Zweifel geben kann, dass Sokrates glaubte, man könne nichts wissen, davon nahm er nur das eine aus, er wisse, dass er nichts wisse, nichts mehr.
Demgegenüber hat Platon eine Interpretationslinie des Gnotiseuton inauguriert, der zufolge Sophrosyne, also Besonnenheit, in der reflexiven Erkenntnis und Vergewisserung des eigenen Selbst und damit zugleich seines göttlichen Grundes besteht. Der Aufruf zur Selbsterkenntnis wird bei Platon zur notwendigen Voraussetzung und Medium der Gotteserkenntnis selbst. Platon schreibt, dem Göttlichen also gleicht dieser Teil von ihr, der Seele, und wenn jemand daher auf ihn seine Blicke richtet und alles, was göttliche Art ist, erkennen lernt, Gott und die vernünftige Einsicht, so dürfte er damit auch am meisten sich selbst erkennen. Philosophie, das ist also Selbsterkenntnis, Erkenntnis des wahren eigenen Selbst und damit indirekt Gotteserkenntnis im Grunde des Bewusstseins. Philosophie, das ist nach Platon dann auch Angleichung an Gott. Der Mensch existiert zwischen der sinnlichen Bedrängnis im Vergänglichen und der Vernunftoffenheit für das Immerseiende. Insofern Philosophie die fortschreitende Entwertung vom leiblichen Teil des Menschen und die sukzessive Vergeistigung im Aufstieg zum göttlich Wahren, Guten und Schönen bedeutet, ist sie Angleichung an Gott. Diese Angleichung bedeutet Ähnlichkeit einer Beschaffenheit nach, also Wesensgleichheit, nicht aber selbig sein im Sinne der Identität der Wesensgestalt, also Existenzidentität, die selbst im Augenblick der beglückenden Schau des Immerseins nicht erreicht wird. Es hat auch, mein lieber Adamantos, wer in Wahrheit seinen Verstand auf das wahrhaft Wesenhafte der Dinge richtet, gar keine Zeit, hinab auf das Treiben der Weltkinder zu blicken, sich mit ihnen herumzuschlagen und dadurch sich Hass und Feindschaft zu bereiten, sondern nur Zeit dafür, seinen Blick und seine Betrachtung auf eine Welt zu richten, worin eine ewige Ordnung und Unwandelbarkeit herrscht, worin die Wesen weder Unrecht tun noch voneinander leiden und worin alles nach einer himmlischen Ordnung und Vernunftmäßigkeit geht, sowie denn diese Welt nachzuahmen, so viel als möglich davon in seinem Leben ein Abbild darzustellen. Oder glaubst du, es sei eine Möglichkeit, dass jemand mit etwas gern umgehe, ohne es nachzuahmen? Unmöglich, sagte er. Der mit göttlichem und wohlgeordnetem umgehende Jünger der wahren Wissenschaft wird demnach auch wohlgeordnet und göttlich, soweit es einem Menschen möglich ist. Die Vorstellung, dass Philosophie Angleichung an Gott ist, ist in späteren Handbüchern des Platonismus kodifiziert worden. Von Alkinos, einem der bekanntesten Vertreter des Mittelplatonismus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, ist ein Lehrbuch der Grundsätze Platons erhalten, in dem Philosophie wie folgt bestimmt wird. Philosophie ist Streben nach Weisheit oder Lösung und Abwendung der Seele vom Körper, indem wir uns dem Denkbaren und dem in Wahrheit Seienden zuwenden. Weisheit aber ist Wissen von den göttlichen und menschlichen Dingen. Über die Seele wird, wenn sie das Göttliche und die Gedanken des Göttlichen betrachtet, gesagt, dass ihr Gutes widerfährt, und dieses ihr Widerfahrenes heißt Einsicht, was man wohl nicht anders als Angleichung an das Göttliche nennen dürfte. Deshalb dürfte auch wohl derartiges Ursache des uns vorgesetzten Endziels sein. Philosophie, das ist nach Platon also auch der Aufstieg zum transzendenten Ursprung, zur Idee des Guten, das heißt, das sich Aufschwingen des Geistes, des Nous, über sich und seinen Ideenkosmos hinaus zum transzendenten Ursprung allen Seins, Werdens und Erkennens, den alle Philosophen Gott nennen und bei Platon als Idee des Guten verhandelt wird. Wer nämlich bis hierher in der Liebe geleitet worden ist, indem er in richtiger Folge und Art das viele Schöne betrachtet, der wird endlich am Ziele dieses Weges angelangt, plötzlich ein Schönes von wunderbarer Natur erblicken, und dies ist gerade dasjenige, mein Sokrates, zu dessen Erreichung alle früheren Mühen verwandt wurden. Zuvörderst ist es ein beständig Seines, was weder wird noch vergeht und weder zunimmt noch abnimmt. Ferner wird sich ihm dies Schöne darstellen als rein in sich und für sich und ewig sich selber gleich, alles andere Schöne aber als seiner nur dergestalt teilhaftig, wie das Werdende und Vergehende dessen, welches in nichts mehr oder weniger wird oder irgendetwas erleidet. Auf diesem Höhepunkt des Lebens, o mein lieber Sokrates, fuhr die Fremde aus Mantinea fort, auf welchem er das an sich Schöne betrachtet, hat das Leben des Menschen, wenn irgendwo, einen wahrhaften Wert. Kommen wir von Platon abschließend noch zu Aristoteles, dessen Eingangsüberlegungen in der Metaphysik eine der eindringlichsten Erörterungen des Wesens der Philosophie in der Antike enthalten. Aristoteles stellt hier eine Rangordnung der verschiedenen Weisen auf, wie die Menschen sich erkennend mit der Wirklichkeit vertraut machen. Er beginnt mit dem elementarsten Wissen, der Wahrnehmung.
Dabei geht es ihm einerseits um lebensdienliche Wahrnehmung, wie beispielsweise die Wahrnehmung eines Autos beim Überqueren der Straße verhindert, dass wir überfahren werden, und Wahrnehmung um ihrer selbst willen. Das heißt Wahrnehmung, die ganz unabhängig von dem Nutzen ist, den man aus ihr ziehen könnte, die rein um der Erkenntnis willen, die sie vermittelt, geschätzt wird. Ein Beispiel wäre die zweckfreie Betrachtung der Natur, wenn man auf einem Bergesgipfel sitzt. Es folgt die Erinnerung. Lebewesen, die über Erinnerung verfügen, so Aristoteles, sind, Zitat, verständiger und gelehriger als die, welche sich nicht erinnern können. Aus der Erinnerung entsteht für die Menschen wiederum Erfahrung, denn, so Aristoteles weiter, viele Erinnerungen hinsichtlich desselben Gegenstandes führen zu einer einheitlichen Erfahrung. Der nächste Schritt leitet von der Erfahrung zur Kunstfertigkeit über. Diese entsteht, wenn sich aus vielen durch die Erfahrung gegebenen Gedanken eine allgemeine Annahme über das Ähnliche bildet. Dabei besteht nach Aristoteles eine Disparität zwischen theoretischer und pragmatischer Perspektive, insofern die Kunstfertigkeit der Erfahrung nicht in jeder Hinsicht überlegen sei. Ein theoretisch ausgebildeter Arzt ohne Erfahrungswissen ist beispielsweise ein schlechterer Heiler als derjenige, der nur praktische Erfahrung hat. Er weiß, dass seine Mittel helfen, aber vielleicht nicht, warum. Dennoch steht die Kunstfertigkeit über der Erfahrung, denn, Zitat, die Erfahrenen kennen nur das, aber nicht das Warum. Jene aber kennen das Warum und die Ursache, weshalb sie als weiser gelten. Innerhalb einer jeden Kunst schätzt man daher die leitenden Künstler höher als die Handwerker, unter anderem auch, weil sie den Gegenstand lehren können, so Aristoteles. Die Sophia, die Weisheit, die Aristoteles zu bestimmen sucht, ist also durch die Strukturmomente der Selbstzwecklichkeit, der Allgemeinheit, der Ursachenkenntnis und der Lehrbarkeit gekennzeichnet. Nochmal zur Rangfolge. Wir halten den Erfahrenen für weiser als den, der bloße Sinneswahrnehmung besitzt, den Künstler aber für weiser als den Erfahrenen und dabei den leitenden Künstler weiser als den Handwerker. Und in diesem Sinn erachten wir auch die theoretischen Wissenschaften, die rein der Betrachtung dienen, für weiser als die hervorbringenden Wissenschaften, die auf pragmatische Zwecke, also auf die Erstellung von Werken, zielen. Der höchste Gegenstand der Weisheit sind nach Aristoteles nun die ersten Ursachen und Prinzipien. Philosophie ist nach Aristoteles also die Realisierung eines zweckfreien Wissens der ersten Ursachen und Prinzipien des Wissens selbst und damit aller untergeordneter Wissensformen. Philosophie ist Prinzipienwissenschaft. Historisch betrachtet ist die platonisch-aristotelische Definition der Philosophie als prinzipiell zweckfreier Prinzipienerkenntnis und der vollkommenen Glückseligkeit im Bios Theoretikos eine Ausnahme geblieben. Die Epikureer und Stoiker deuten den Weisen als Figur praktischer Verständigkeit und Inbegriff gelingender Lebensführung. Bacon und Descartes sehen Wissen unter dem Gesichtspunkt ihrer pragmatisch-technischen Nützlichkeit, während Marx die Auffassung vertritt, dass die Philosophie vollends praktisch werden müsse. Man kennt ja die Aussage, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Ich halte das platonisch-aristotelische Philosophieverständnis heute für besonders wichtig, um sich der allumfassenden Kommodifizierung des Zur-Ware-Werdens der Lebenswelt zu widersetzen, wo nur noch nach Nutzen und Effizienz, nach Relevanz und Rentabilität gefragt wird. Nachdem wir uns nun einen ersten Überblick über Anfang und Ursprung der Philosophie sowie das Spektrum des Philosophiebegriffes verschafft haben, können wir uns der globalen Dimension dieses Begriffes zuwenden. Hier stellen sich uns eine Reihe von Fragen, die ebenso für den Religionsbegriff relevant sind. Von welchem Philosophiebegriff gehen wir aus, wenn wir nach Philosophie in anderen Kulturen und Sprachen suchen? Konnten nur Europäer über Philosophie, deren Wesen und Aufgabe sprechen, während den übrigen Völkern dies nicht möglich war, weil ihnen dieser Begriff fehlte? Ist es überhaupt legitim, außereuropäische Phänomene anhand des Philosophiebegriffes zu beschreiben und damit den vermeintlich universalen, kulturübergreifenden Philosophiebegriff auf Sachverhalte außerhalb seiner etablierten kulturellen Verwendungskontexte zu beziehen? Oder handelt es sich bei der Anwendung des Philosophiebegriffes auf außereuropäische Sachverhalte nicht vielmehr um ein ideologisches Projekt, das europäische Muster anderen Kulturen aufdrängt? Im Zuge der postkolonialen Diskussion um den Orientalismus der westlichen Forschung könnte man auch hier behaupten, dass die Übertragung des Philosophiebegriffes die kulturellen Gegebenheiten und die autonomen Begriffsordnungen anderer Traditionen missachtet, westliche Erkenntnis- und Machtinteressen folgt
und diese Erfindung von Philosophie vor allem der Selbstlegitimation des Westens dient. Sogar die Frage nach einem Begriff für Philosophie in anderen Kulturen setzt dieser Kritik zufolge bereits europäische Sichtweisen als uneinholbaren Maßstab voraus. Um die Tragfähigkeit des Philosophiebegriffes in einem globalen Kontext zu überprüfen, wollen wir uns im Folgenden einmal Indien ansehen. Gibt es Philosophie in Indien? Gibt es einen Begriff für Philosophie in Indien? Hermann Jacobi übersetzte in seiner Frühgeschichte der indischen Philosophie von 1911 den Sanskrit-Begriff Anvikshiki mit Philosophie, worin ihm Richard Garbe, Otto Strauß und andere gefolgt sind. Diese Identifikation geht auf einen Passus aus dem Arthashastra, dem altindischen Buch der Staatsrechtslehre, zurück, das wahrscheinlich zwischen 50 und 125 nach Christus entstanden ist. Kautiljas Wesens- und Gegenstandsbestimmung lautet wie folgt. Die nachprüfende Wissenschaft untersucht mit Gründen auf dem Gebiet des vedischen Wissens das, was Recht und Unrecht ist, auf dem der Erwerbskunde Vorteil und Nachteil und auf dem der Herrschkunst richtige und falsche Maßnahmen. Ferner die Schwächen und Stärken dieser drei Wissenschaften. Dadurch nützt sie den Menschen, verleiht innere Sicherheit in Glück und Unglück sowie Geschicklichkeit zu kluger Rede und Tat. Als eine Leuchte für alle Wissenschaften, als ein Hilfsmittel für alle Tätigkeiten, als eine Grundlage aller religiös-sozialen Ordnungen gilt allzeit die nachprüfende Wissenschaft. Anvikshiki ist also das Untersuchen mit Gründen, unabhängig ihres Gegenstandes, beziehungsweise folgerichtiges Denken, die Kunst des logischen Denkens, des Reflektierens und Argumentierens, das heißt ein Methodenbegriff, der auf keinen bestimmten Gegenstandsbereich eingeschränkt ist. Damit wäre Anvikshiki auch nicht die Bezeichnung einer eigenen Disziplin, sondern die Bezeichnung einer Methodenlehre. Verwandte Ausdrücke sind hier Hetu-Shastra, die Wissenschaft von den logischen Gründen, beziehungsweise Hetu-Vidya, die Lehre von den logischen Gründen, oder Wissenschaft von der Beweisführung, Tarka-Shastra. Das Problem liegt auf der Hand. Der Münsteraner Indologe Paul Hacker schrieb dazu: Nun dürfte aber, so verschiedenartig auch die Wesensbestimmungen sein mögen, die von dem okzidentalischen Kulturkreis zugehörigen Begriff Philosophie gegeben werden, doch darüber Einmütigkeit bestehen, dass es nicht schon Philosophie ist, wenn in irgendeiner Einzelwissenschaft irgendwelche Gegenstände mit Gründen untersucht werden. Immer wird man der Philosophie nicht nur eine Methode, sondern auch einen Gegenstand zuweisen, selbst dann, wenn man alle wissenschaftliche Tätigkeit als Philosophie begreift. Dagegen könnte man mit dem Philosophen Gregor Paul aber wiederum einwenden: Inhaltliche oder genauer thematische Bestimmungen sind kaum geeignet, distinktive Merkmale zu bezeichnen. Ich kenne keine inhaltliche Definition der Philosophie, die je auch nur weithin akzeptiert worden wäre. Die wichtigsten distinktiven Merkmale des Philosophierens sind methodischer Art. Philosophie ist kritischer als Mythos, Religion und Theologie. Insbesondere misst sie Logik und intersubjektiver Erfahrung mehr Bedeutung bei. Philosophie, Anvikshiki, ist danach eine von Zweifeln genährte Methode kritischer Prüfung oder Untersuchung, während Religion und Heilsglauben, Trai oder Adhyatma Vidya, eben die Zweifel abgeben, die zu solch einer Kritik führen. Für Hacker ist Anvikshiki also nicht mit Philosophie gleichzusetzen, weil der Begriff im Sanskrit nur eine Methode und keinen Gegenstand bezeichnet, während für Paul genau aus diesem Grund Anvikshiki mit Philosophie gleichzusetzen ist. Wir stehen hier also vor der Frage, ob wir angesichts des enormen Bedeutungsspektrums des Begriffes innerhalb der westlichen Geistesgeschichte den Philosophiebegriff auf irgendeine Art und Weise inhaltlich füllen wollen oder nicht, und wenn ja, womit und wieso. Zur Erinnerung, wir haben hier so inhaltlich unvereinbare Bestimmungen wie Philosophie ist Angleichung an Gott und Philosophie ist die logische Analyse der Wissenschaftssprache zur Auswahl. Uns bleibt natürlich immer noch die Möglichkeit, an einer tauglichen und operationalisierbaren Fassung des Begriffes einfach zu verzweifeln, aber das wollen wir an dieser Stelle noch nicht konkret in Erwägung ziehen. Wir können zunächst feststellen, dass die Frage nach dem Sinn des Begriffes Anvikshiki offenbar nicht nur mit dem Verständnis der klassischen indischen Philosophie zusammenhängt, sondern auch mit dem europäischen Selbstverständnis und mit der philosophischen Verständigung zwischen Indien und Europa zu tun hat. Schauen wir uns zur weiteren Klärung noch einen weiteren Begriff an. Darshana, was so viel wie Sehen, Erblicken, aber auch die Anschauungsweise, Lehre und Doktrin oder eben Philosophie bezeichnet.
Als Übersetzung von Philosophie hat sich der Ausdruck Darshana in den neuindischen Sprachen wie auch im modernen Sanskrit fest etabliert. Darshana gilt hier mittlerweile als das traditionelle indische Wort für Philosophie. Das Interessante daran ist, dass man darin nicht lediglich ein lexikografisches Äquivalent zu haben meint, sondern eine hinduistische Antwort auf den Begriff und Anspruch dessen, was man in Indien wiederum als Geist der westlichen Philosophie identifizieren zu können glaubt. Damit dient das Wort einerseits der Rezeption und Einbürgerung des westlichen Begriffes der Philosophie, andererseits werden aber auch spezifisch apologetische Ansprüche an den Gebrauch des Wortes geknüpft. Hierzu werden häufig etymologische Hinweise auf die Wurzel drish sehen gegeben und erklärt, dass es der indischen Philosophie im Gegensatz zur westlichen Philosophie um mehr gehe als beispielsweise Carnaps logische Analyse der Wissenschaftssprache, nämlich um das Sehen des Absoluten. Das heißt, die indische Philosophie ist der westlichen überlegen, weil hier das unmittelbare Realisieren des Absoluten das Ziel bildet und nicht der Versuch, sich beim Anrennen an die Grenze der Sprache bloß keine Beulen zu holen. Alles indische Denken, so wird betont, sei sinn- und zielbewusst auf den Endzweck der Erlösung hingeordnet. Allein aus den wenigen Hinweisen zur Heterogenität des westlichen Philosophiebegriffes, die bereits Gegenstand dieser Vorlesung waren, können wir diese Gegenüberstellung schon als grobe Vereinfachung zurückweisen, die weder der historischen Komplexität des Themas noch der geschichtlichen Variabilität des Philosophiebegriffes gerecht wird. Es gibt offenbar nicht das westliche Philosophie- und Selbstverständnis, das als verbindliche Maßeinheit für die Feststellung von Entsprechungen in anderen Traditionen dienen könnte. Aber zurück zum Darshana-Begriff. Eine Grundlage für die semantische Beziehung von Philosophie und Darshana ist zunächst dadurch gegeben, dass Darshana das Leitwort in der indischen doxographischen Literatur ist. Das heißt, in derjenigen Literatur, die nach Schulen bzw. Systemen klassifiziert und zusammenfasst, was wir als indische Philosophie bezeichnen. Auf der rechten Seite sehen Sie einige der ältesten und bekanntesten doxographischen Quellen, auf der linken Seite die sechs orthodoxen Schulen dessen, was allgemein als Hinduismus bezeichnet wird. Orthodox meint hier, diese Schulen erkennen die Offenbarungsautorität der Veden an. Der Buddhismus, der Jainismus und andere Schulen taten dies beispielsweise nicht. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wenn Shankara über das von ihm selbst vertretene Lehrsystem, wie auch über die philosophischen Lehren anderer spricht, so verwendet er gewöhnlich die Ausdrücke Tantra, Siddhanta, Shastra, Paksha, Vada, Mata oder auch Samaya, zumeist in Komposita wie Vedanta Vada oder Sugata Samaya, letzteres als Bezeichnung für den Buddhismus. Natürlich verwendet Shankara auch den Begriff Darshana, einmal als Samyak Darshana, um die eine wahre Einsicht und Realisation des Absoluten zu bezeichnen, dann aber auch um Systeme zu bezeichnen, die mit der richtigen Einsicht in Konflikt stehen. Es gibt also zahllose Begriffe, die hier ins Spiel kommen, und Shankaras Verwendung aller dieser Ausdrücke zeigt, dass der Begriff Darshana zu Shankaras Lebzeit im 8. Jahrhundert keine überragende Rolle spielte, die ihn dazu veranlasst hätte, ihm gegenüber all den anderen Worten einen grundsätzlichen Vorrang einzuräumen. Interessant ist, dass es auch in der indischen Philosophiegeschichte Versuche gegeben hat, die obligatorische Hinordnung allen Erkenntnisstrebens auf die Erlösung zu ignorieren und sich rein theoretisch wissenschaftlich zu orientieren, diese Versuche aber offenbar nicht erfolgreich waren. So hat Erich Frauwallner überzeugend nachgewiesen, dass im Grundtext des Vaisheshika-Systems, den Vaisheshika-Sutras, redigiert und interpoliert worden ist, um ein ursprünglich unzureichend vertretenes soteriologisches Element stärker hervortreten zu lassen. Es gab hier so etwas wie eine gesamtindische Cancel Culture, die jeden philosophischen Emanzipierungsprozess und jedes Interesse an bloßem Faktenwissen sofort mit vehementen Protesten quittierte, und diese Kritik kam nicht nur im interreligiösen, sondern auch im intrareligiösen Diskurs zum Tragen. So meldet Vatsyayana in seinem Nyayabhashya Zweifel an der soteriologischen Relevanz der naturphilosophischen Spekulation des Vaisheshika-Systems an, was wiederum erklären würde, warum im Vaisheshika-Sutra nachträglich Stellen interpoliert wurden, die die Heilsrelevanz des Systems hervorheben. Im Buddhismus ist diese Kritik besonders ausgeprägt. So finden wir beispielsweise bei Dharmakirti die Aussage, dass, Zitat, die Kenntnis der Zahl der Insekten nicht das sei, worum es in dem vom Buddha gelehrten Wissen gehe. Naturwissenschaftliches Interesse, das ist ein verhängnisvolles Einlassen auf das weltliche Dasein.
Diese Erlösungsorientierung des indischen Denkens lässt sich besonders deutlich am Verhältnis des Methodenbegriffes Anvikshiki zur erlösungsrelevanten vedisch-upanishadischen Wissenschaft vom Selbst, Atma-Vidya, nachvollziehen. Anvikshiki, nochmal, ist das Untersuchen mit Gründen und also keine den anderen Wissenschaften einfach nebengeordnete, inhaltlich festgelegte Disziplin, sondern eine Methodenlehre, die auch in ihnen selbst zur Anwendung kommt. Nun lassen die Texte keinen Zweifel daran, dass alles, was der heiligen Überlieferung widerspricht, nur ein kümmerliches Resonieren, Kshudra-Tarka, sein kann. Die nachprüfende Vernunft hat dem zu folgen, was durch die autoritative Überlieferung vorgegeben ist. Das Problem ist offensichtlich, denn methodisch-kritisches Denken kann ja auch in den Dienst traditionsfeindlicher, antivedischer oder soteriologisch indifferenter Lehren treten, und das ist im alten Indien natürlich auch in einem beträchtlichen Ausmaß vorgekommen. Es finden sich die verschiedensten Formen der Traditionskritik und der Verselbstständigung argumentativen Denkens, nicht nur im antibrahmanischen Buddhismus und Jainismus, sondern auch in materialistischen und skeptizistischen Bewegungen. Was in diesem Zusammenhang Beachtung verdient, ist, dass auch der Begriff Anvikshiki mit solchen Tendenzen assoziiert wird. Die sogenannten Vernünftler, die dem nachprüfenden Resonieren ergeben sind, erscheinen als Leugner der vedischen Autorität. Die nachprüfende Vernunft, deren Anhänger rein weltlich eingestellt sind, erscheint als Gegnerin des gesunden Traditionsvertrauens. Und so überrascht es nicht, wenn die Logiker und Vernünftler oft in einen engen Bezug zu den Heretikern gerückt werden. Vor allem Shankara wendet sich immer wieder gegen das Selbstständigkeitsstreben einer eitlen, grundlosen Vernünftelei, wie er sagt, Shushkatarka, die ohne Leitung der heiligen Tradition argumentiert. Der Vernünftler, der sich von der heiligen Überlieferung löst, beschäftigt sich rein mit Fiktionen und Konstruktionen seines eigenen Verstandes, verfällt der Eitelkeit, Häresie und Selbsttäuschung. Aufgrund dieses Befundes hat der Indologe Wilhelm Halbfass argumentiert, dass es in Indien nicht zu einem wirklichen Umbruch, zu einer Ablösung des religiös-mythischen und traditionsgebundenen durch ein kritisches und im europäischen Sinne wissenschaftliches Denken gekommen sei. Die Autonomie der menschlichen Vernunft, die Trennung der Philosophie von der Religion, die den Philosophiehistorikern des 19. Jahrhunderts als Kriterium der eigentlichen Philosophie gilt, sei in den klassischen Systemen der indischen Philosophie nirgendwo proklamiert worden. Zitat Halbfass: Die unbestreitbar vorhandenen, zum Teil sehr radikalen Ansätze zur kritisch-reflexiven Auflösung der Tradition werden ihrerseits durch einen umfassenden, explizit gesetzten Traditionalismus aufgehoben. Das heißt natürlich auch, dass die Spannung zwischen Selbstdenken und religiös-soteriologischer Traditionsgebundenheit dem indischen Denken nicht fremd ist. Sie hat sich in der Geschichte indischen Denkens nur nicht in einer den europäischen Verhältnissen vergleichbaren Weise entfaltet. Und wie ich bereits sagte, ist das, was dem einen als Defizit gilt, die fehlende Emanzipation der kritischen Vernunft vom Erlösungsdenken, für den anderen nun der eigentliche Vorteil indischen Denkens gegenüber dem Westen mit seinem vermeintlich weltlich eingestellten kümmerlichen Resonieren. Es bleibt freilich, wie Hacker, Halbfass und andere bemerkten, ein bezeichnendes Phänomen und ein charakteristischer Unterschied gegenüber der westlichen Tradition, dass sich in der indischen Tradition nie das Bedürfnis eingestellt hat, für das, was sich im indischen Kontext als Philosophie präsentiert, einen abgrenzenden und programmatischen Terminus zu formulieren. Die Zusammengehörigkeit von Anvikshiki und Atma-Vidya als Bindung des Denkens an religiöse Inhalte und Ziele kann im laufenden Prozess der Aneignung des indischen Denkens als Philosophie bzw. im Namen der Philosophie, aber auch als eine produktive Herausforderung an unser Denken verstanden werden, ein Anstoß zur Reflexion auf unser Philosophie und Selbstverständnis. Damit kommen wir zu Raimund Panikkar und seiner Theorie homöomorpher Äquivalente. Panikkar war ein spanischer, römisch-katholischer Priester, Professor der Religionsphilosophie und bedeutender Vertreter des interreligiösen Dialoges, der vor ähnlichen Problemen und Fragen stand wie wir. What is philosophy? Is it an achievement of the Western world or a more universal symbol? Is it a technical name belonging to a single culture or a word whose meaning can also be partaken of by other linguistic universes? Is philosophy a term like sulfuric acid, we produce and sell it, or a word like dharma, it encompasses and overwhelms us? Were the latter to be the case,
Could the meaning of philosophy then be extended to and enriched by other cultures? But how far can or may one stretch the meaning of words? Nach Panica gibt es 5 Möglichkeiten, Philosophie im globalen Kontext zu denken. Die erste Position bezeichnet Panica in seiner Typologie als eurozentrischen Standpunkt. Dieser Position zufolge gibt es keine Philosophie außerhalb der abendländischen Philosophietradition. There is only one single individual philosophy, so Panica. Das Wesen der Philosophie, so Heidegger, ist die Frage nach dem Wesen, usia oder lateinisch essentia quiditas. Und diese spezifische Fragestellung ist nach Heidegger exklusiv griechisch, weshalb die Möglichkeit einer indischen Philosophie a priori ausgeschlossen werden könne. Andere, wie Anthony Flew, haben behauptet, die sogenannte östliche Philosophie sei an einer rationalen Argumentationsweise nicht interessiert. Das heißt in unserem Fall nicht weniger als Inder können nicht denken. Schauen wir uns zum eurozentrischen Standpunkt die einschlägigen Aussagen Heideggers einmal an. Die oft gehörte Redeweise von der abendländisch-europäischen Philosophie ist in Wahrheit eine Tautologie. Warum? Weil die Philosophie in ihrem Wesen griechisch ist. Griechisch heißt hier, die Philosophie ist im Ursprung ihres Wesens von der Art, dass sie zuerst das Griechentum und nur dieses in Anspruch genommen hat, um sich zu entfalten. Der Satz, die Philosophie ist in ihrem Wesen griechisch, sagt nichts anderes als, das Abendland und Europa und nur sie sind in ihrem innersten Geschichtsgang ursprünglich philosophisch. Aber nicht allein dasjenige, was in Frage steht, die Philosophie, ist seiner Herkunft nach griechisch, sondern auch die Weise, wie wir fragen. Die Weise, in der wir auch heute noch fragen, ist griechisch. Wir fragen, was ist das? Man nennt dasjenige, was das Was bedeutet, die Quiditas, die Wahrheit. Der Stil der gesamten abendländisch-europäischen Philosophie, es gibt keine andere, weder eine chinesische noch eine indische, ist von der Zwiefalt Seiendes Seiend her bestimmt. Die Ironie daran ist, dass Heidegger zentrale Einsichten und anhaltende Inspiration daoistischem und zen-buddhistischem Gedankengut zu verdanken hat, insofern er wesentliche Erkenntnisse teilweise fast wörtlich deutschen Übersetzungen ostasiatischer Texte ohne Hinweis auf die jeweilige Quelle entnommen hat. Das ist keine üble Nachrede, sondern spätestens seit Reinhard Mayes erstmals 1989 unter dem Titel Ex Oriente Lux, Heideggers Werk unter ostasiatischem Einfluss publizierter Studie bekannt, die 2014 in zweiter Auflage als Heideggers verborgene Quellen erschien. May attestiert Heidegger in seiner Untersuchung eine, Zitat, plagiatorische Vorgehensweise, eine auf verschlüsselte Präsentation bedachte Aneignung und eine planmäßig erarbeitete Übernahme ostasiatischer Denkweisen. Heidegger nutzte dabei Martin Bubers Reden und Gleichnisse des Chan Tse von 1910, Richard Wilhelms Übersetzung des Tao Te Ching aus demselben Jahr sowie dessen Übersetzung von Chuan Tse sowie die Übertragung und Kommentierung des Tao Te Ching durch Viktor von Strauss aus dem Jahre 1870. Zudem kannte Heidegger, so May, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die von August Faust herausgegebene und mit einem Geleitwort von Rudolf Otto versehene Anthologie Zen, der lebendige Buddhismus in Japan aus dem Jahre 1925. Alle Fälle belegen May zufolge, dass Heidegger sehr wahrscheinlich die bahnbrechenden Gedanken seines Werkes bereits seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts vornehmlich anhand der genannten Texte planmäßig und wohldurchdacht erarbeitet hat, ohne jemals einen den Gepflogenheiten entsprechenden Hinweis auf die Quellen seines Denkens zu geben. Dass die auf hegemonialer Ignoranz und eklatanter Unkenntnis beruhende These Heideggers von der Tautologie der abendländisch-europäischen Philosophie und ihrem genuin griechischen Wesen, wie sie neben Heidegger auch Jacques Derrida, Anthony Flew, Hans-Georg Gadamer, Edmund Husserl, Emmanuel Levinas, George Edward Moore und andere prominente Philosophen in ihren Reden und Schriften mit weltanschaulicher Idiosynkrasie noch im 20. Jahrhundert zum Ausdruck gebracht haben, auch im 21. Jahrhundert noch nicht der Vergangenheit angehört, haben wir bereits anhand der zeitgenössischen Debatte um den Text von Brian van Norden feststellen müssen. Dieser Umstand ist nicht wenig befremdlich, denn bereits Nietzsche hatte Folgendes erkannt. Nichts ist törichter als den Griechen eine autochthone Bildung nachzusagen. Sie haben vielmehr alle bei anderen Völkern lebende Bildung in sich eingesogen. Sie kamen gerade deshalb so weit, weil sie es verstanden, den Speer von dort weiterzuschleudern, wo ihn ein anderes Volk liegen ließ. Dieser Speer, so viel scheint aufgrund historisch-doxografischer Bemühungen heute gesichert,
war aus akkadischen, ägyptischen, babylonischen, hethitischen, indischen, iranischen, persischen, phönikischen und anderen Versatzstücken der altorientalischen Ideenwelt gefertigt worden, ehe man ihm in der abendländischen Mysterienweisheit der Pythagoreer und Orphiker ein griechisches Aussehen gab und an die Vorsokratiker weiterreichte. Der schlechte, spätestens seit den Philosophenwieten des Diogenes Laertios im dritten nachchristlichen Jahrhundert kolportierte Mythos einer ursprünglich homogenen griechischen Philosophie, die auf wundersame Weise dem Nebel der Mythen und Religionen entstiegen war, um den Dunst des Irrationalen durch das Licht des Logos zu vertreiben, kann heute nur noch als unhaltbare Hypostase und anachronistisches Konstrukt eurozentrischen Geschichtsdenkens verabschiedet werden. Aber kehren wir zu Panikkas Typologie zurück. Die zweite Position bezeichnet Panikka als neokolonialistischen Standpunkt. Dieser Position zufolge ist Philosophie in ihrem Geltungsanspruch zwar universal, aber partikularen griechischen Ursprungs. Das heißt, sie wurde primär im Westen kultiviert und ist eine Schöpfung des europäischen Geistes. There is only one single individual philosophy with many sub-individual philosophies, so Panikka. Ich möchte Panikkas Typologie an dieser Stelle um eine Variante erweitern, um den autokolonialistischen Standpunkt. Das heißt, wir können am Beispiel Japans sehen, wie diese Position von anderen Traditionen übernommen wurde und nicht nur, wie man vielleicht meinen könnte, von ignoranten Eurozentrikern vertreten wurde. Denn trotz der historisch eindeutig zu identifizierenden Übernahme des westlichen Philosophiebegriffes in Japan herrscht dort bis heute kein Einvernehmen darüber, ob die Sache erst mit dem Wort nach Japan kam oder es Philosophie bereits zuvor in Japan gegeben hat. Im Anschluss an Nakais berühmtes Verdikt »Es gibt keine Philosophie in Japan« wird dieser autokolonialistische Standpunkt auch heute noch von japanischen Gelehrten vertreten. Nur ein Beispiel. Sakamoto schrieb 1993 »When asked at an international conference or some other occasion abroad to explain the essence of Japanese philosophy, one cannot but experience a twinge of regret to have to respond that there is no such thing. Everything is imported, imitated.« Die dritte Position bezeichnet Panikka als Sophisticated Western Scientism. Der Ansatz wäre hier der einer globalen Phänomenologie der Philosophien, die durch Abstraktion aus den vielen unterschiedlichen Philosophieformen den kleinsten gemeinsamen Nenner extrapoliert und Philosophie als neutralen Sammelbegriff, als Umbrella Notion, wie Panikka schreibt, konstruiert. There are many individual philosophies, each of them independent and connected only by a kind of abstract formal metaphilosophy, so Panikka. Es geht hier also um die Konstruktion eines generischen Philosophiebegriffes, insofern generische Begriffe durch Abstraktion entstehen und nicht auf unterscheidende Eigenschaften Bezug nehmen. Dieser Ansatz folgt wohl der Überzeugung, dass es einen Philosophiebegriffes bedarf, der auf dem Hintergrund der differenten Traditionen in Polylogen, also nicht Dialogen, sondern Polylogen, entwickelt wurde. Panikka sieht diesen Ansatz allerdings kritisch. Laut Panikka entleert ein solch generischer Philosophiebegriff die Philosophie jeder konkreten Bedeutung. Die vierte Position bezeichnet Panikka als Pluralismus bzw. pluralistischen Standpunkt. Dieser Position zufolge kann aus den vielen unterschiedlichen Philosophien durch Abstraktion kein kleinster gemeinsamer Nenner extrapoliert werden. Der Begriff Philosophie dient hier lediglich als Open Universal. Das heißt, als Gattungsbegriff, der inhaltlich nicht definiert und festgelegt werden kann, sondern allein anhand einzelner Philosophiearten inhaltliche Konkretion gewinnt. Panikkas Beispiel ist die Sprache. Es gibt nicht die Sprache, die man sprechen kann oder Metasprache aller Sprachen, sondern lediglich konkrete Sprachen. Bezogen auf die Philosophie schreibt er, There are diverse, independent and mutually irreducible philosophies, which in their own particular fashion articulate the otherwise undefinable metaphilosophy. The metaphilosophy is philosophy only in the respective philosophies. Nur von einem konkreten Philosophieverständnis aus kann dann jeweils nach homöomorphen Äquivalenten in anderen Traditionen gesucht werden. Das ist dann Panikkas im Titel anvisierte Weisheit der 100 Pfade, Shatapatha Prajna. Zum Begriff der homöomorphen Äquivalente gleich mehr. Die fünfte Position bezeichnet Panikka als Skeptizismus bzw. als skeptizistischen Standpunkt. Mit dieser Position beschreibt Panikka eine Art kulturellen Solipsismus. Das heißt, es liegt eine wechselseitige Inkommensurabilität der verschiedenen Denkformen vor, die nur auf illegitime Weise unter einen fälschlicherweise einheitssuggerierenden Begriff wie Philosophie subsumiert werden können. Zitat:
There are independent, irreducible and mutually unbridgeable philosophies which can in no way be brought together and reduced to a higher unity, except by abusively applying the empty name philosophy. Panikkar optiert dann im Anschluss an seine Typologie für den vierten, den pluralistischen Standpunkt und spricht sich gegen die Suche nach einem lexikografischen Äquivalent für Philosophie in der indischen Kultur aus. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es ein solches lexikografisches Äquivalent nicht gäbe, so wie es im Deutschen kein Wort für Dharma gäbe. Stattdessen schlägt er die Suche nach homöomorphen Äquivalenten vor. Worum handelt es sich dabei? Panikkar schreibt Folgendes. Die homöomorphen Äquivalente sind nicht bloß wörtliche Übersetzungen, noch übersetzen sie einfach die Funktion, die das Wort Philosophie in diesem Fall auszufüllen vorgibt, sondern sie geben eine Funktion zu verstehen, die der vermeintlichen Rolle der Philosophie entspricht. Es handelt sich also um kein begriffliches, sondern um ein funktionales Äquivalent, nämlich um eine Analogie dritten Grades. Es wird nicht dieselbe Funktion, die die Philosophie ausübt, sondern dasjenige Äquivalent gesucht, das dem entspricht, was der Originalbegriff in der entsprechenden Weltanschauung bedeutet. Das heißt, es gibt im Deutschen vielleicht kein lexikografisches Äquivalent zum Dharma-Begriff, aber Wörter, die seine Bedeutungsfacetten bezeichnen. Wir können nach Panikkar also Religion mit Dharma unter der Bedingung übersetzen, dass wir nicht Dharma schlechtweg mit Religion übersetzen. Dharma bedeutet auch Pflicht, Ethik, Element, Ordensregel, Kraft, Ordnung, Tugend, Gesetz, Gerechtigkeit und so weiter. Und er ist sogar durch Realität übersetzt worden. Religion kann aber auf der indischen Seite wiederum Sampradaya, Karma, Jati, Bhakti, Marga, Puja, Daiva Karma, Punya Shila und so weiter bedeuten. Zitat Panikkar. Each real word in any language opens up a whole field of meanings with diverse connotations and denotations which is practically impossible to cover with another single word of another linguistic universe. The correct method, therefore, is not one of seeking a more or less literal translation for a word, but rather to find these homeomorphic equivalents which describe the possible correlative activity or activities in other cultures. Ebenso gibt es im Sanskrit vielleicht kein lexikografisches Äquivalent zum westlichen Philosophiebegriff, aber Wörter, die seine jeweiligen Bedeutungsdimensionen bezeichnen. Und die können, wie wir nur wissen, sehr stark variieren. Panikkar nennt nicht weniger als 33 homöomorphe Äquivalente für den Philosophiebegriff, wie er ihn versteht. Darunter Jnana, Vijnana, Brahmajnana, Tattva-Jnana, Prajna, Vidya, Atma-Vidya, Brahma-Vidya, Darshana, Drishti, Moksha-Shastra und so weiter und so fort. Darüber hinaus möchte ich abschließend noch auf einen vergleichsweise banalen Umstand hinweisen, den es aber meines Erachtens unbedingt in der Debatte zu berücksichtigen gilt. Denn auch wenn es natürlich sinnvoll ist zu fragen, was Philosophie überhaupt ist und ob es in außereuropäischen Kulturen Philosophie gibt, wartet die Welt natürlich nicht darauf, dass hierauf eine allgemein akzeptierte Antwort gegeben wird. Es gibt natürlich bereits seit langem einen globalen Diskurs, in dem sich Japaner, Inder, Chinesen, Europäer und so weiter in ihrem Selbstverständnis als Philosophen über die Bedeutung des Philosophiebegriffes austauschen. Zitat Panikkar: The very word philosophy, with a plurality of meanings, is already assimilated in an important sector in Indic culture today. And there is no doubt that there are contemporary Indian thinkers cultivating not only branches of Western philosophy, but developing a proper intellectual activity inspired by ancient Indic wisdom. They call this activity by the name of philosophy. With what right are we going to say that it is not philosophy? Das sollte auch im Zusammenhang mit dem Religionsbegriff Beachtung finden. Jason Josephson hat hier einen analogen Standpunkt vertreten. While the discourse of religion emerged in the context of Western Christendom, it is no longer exclusively Western in its current formulations. Rather, the concept was reformulated in the interstices, the international, in the spaces between nations and cultures. Today, religion is no straightforward reflection of Western dominance, though certainly responsive to its imperatives. It is instead a transnational product of contested asymmetries of power. Auch der Philosophiebegriff durchläuft unter dem Eindruck der Globalisierung einen semantischen Transformationsprozess, der unumkehrbar ist und über dessen weiteren Verlauf schon lange kein exklusiv westlicher Diskurs mehr entscheidet. Was Philosophie und Religion sind, muss folglich im globalen Polylog kritisch reflektiert und ausgehandelt werden.
In den Worten von Wilfred Cantwell Smith, die gleicherweise für die Philosophie und Religion Gültigkeit für sich beanspruchen können: Die traditionelle Haltung der westlichen Wissenschaft in der Erforschung einer fremden Religion bestand in einer unpersönlichen Darstellung eines Es. Die erste große Neuerung auf diesem Gebiet in unserer Zeit bestand in der Personalisierung der untersuchten Glaubensrichtung, die als Sie zum Gegenstand der Diskussion gemacht wurden. Dabei nunmehr auch der Beobachter persönlich beteiligt ist, ergibt sich die Situation eines Wir sprechen über Sie. Der nächste Schritt besteht in einem Dialog, in welchem wir zu euch sprechen. Falls wir einander anhören und aufeinander eingehen, mag es dahin kommen, dass wir mit euch sprechen. Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist dann erreicht, wenn wir alle miteinander über uns sprechen.